Einen schönen guten Abend, liebe Motorsportfreunde, und ein herzliches Willkommen ein letztes Mal in dieser Saison bei der GT Challenge von Virtual Racing e.V. Neunmal waren wir jetzt also bereits auf den schönsten Strecken der Welt unterwegs, doch alle freuen sich normalerweise auf dieses eine Finale hier. Ja, die Mutter aller Strecken, die grüne Hölle. Je nachdem, wie man es will oder wie man es nennt, und wie man dazu eingestellt ist, man liebt oder man hasst diese Strecke. Es ist der absolute Höhepunkt der Saison der GT Challenge von Virtual Racing e.V. Natürlich hätten wir uns sehr gefreut, wenn wir hier eine spannende Meisterschaftsentscheidung hätten, aber einer hatte da diese Saison ein kleines bisschen was dagegen, und das war Johannes Scheuerle. Und der hat auch heute wieder die absolute Favoritenrolle inne. Ja, und damit sind wir eigentlich dann schon bei der Fahrervorstellung für das Finale am heutigen Tage. Also heute geht es zum letzten Mal hier in ein Rennen von Virtual Racing e.V. der GT Challenge, was diese Saison betrifft, diese dritte Saison dieser Meisterschaft. Und wir werden die wie immer hier live auf SimRace TV übertragen. Also, Johannes Scheuerle, er hat heute eine Jahrhundertchance. Noch nie hat es jemand in Virtual Racing e.V., egal in welcher Meisterschaft, geschafft, eine größere Meisterschaft für sich zu entscheiden, indem er alle Rennen der Saison gewinnt. Scheuerle hat bereits die Idealpunktzahl sicher. Es gibt ein Streichresultat. Also, er hat bereits die Punkte, die man überhaupt einfahren kann. Aber jetzt ist die Frage, macht er den 10. Sieg im 10. Rennen? Das ist die ganz große Frage am heutigen Abend. Und da sind wir alle ganz gespannt drauf, und ich denke mal, das entschädigt doch für eine bereits entschiedene Meisterschaft. Scheuerle steht als Meister fest, aber er hat heute die Riesenchance, hier eine Premiere bei Virtual Racing e.V. zu schaffen, und ich denke mal, das ist doch eine Motivation, sich hier dieses Finale auf der Nordschleife anzusehen. Daneben Jan Senkowski, der sich ja in der Meisterschaft auch sehr gut diese Saison präsentiert hat. Er hat den Vizetitel auch bereits sicher und ist in seinem BMW Z4 von PFS Performance mit der Startnummer 3 am Start. Er wäre der Erste, der das heute von Scheuerle verhindern könnte. Michi Geißler, der Mann, der uns hier dieses ganze Interface bereitstellt, der sich sehr engagiert hier im Hintergrund in der GT Challenge. Nicht nur er, sondern da ist natürlich eine ganze Reihe von auch aktiven Fahrern hier, die dabei sind. Man kann sie alle gar nicht aufzählen. Diese Virtual Racing e.V. ist natürlich eine riesige Organisation, oder eine riesige Mannschaft, die da mithilft, diese ganze Organisation aufrechtzuerhalten. Und Michi Geißler ist also derjenige, der uns hier dieses ganze Interface in Blau bereitgestellt hat. Und mit ihm sehen wir hier Tobias Scheuerle, den Bruder von Johannes. Die haben ja diese Saison auch bereits ein 1-2-3-Ergebnis nach Hause gefahren. Johannes, Tobias und Daniel Scheuerle, den wir später sehen werden. Marco Saupe will natürlich auf der Nordschleife auch noch mal ein schönes Resultat einfahren. Ich erinnere mich da an die vergangene Saison, da hat er einen Raketenstart hingelegt, denn er war der Einzige, der das begriffen hat, dass diese Autos eine Startautomatik haben. Der Trick, der ist jetzt natürlich bekannt, aber der hat hier letzte Saison einen Start hingelegt, also mein lieber Mann, das ging aber wie vom Katapult los. Ja, und René Beitz, der fährt ist für RS Racing und ist der beste Audi-Pilot der diesjährigen Saison, eher mit der Startnummer 11 für RS Racing am Start. Bill Rose haben wir dann in seinem needracing.com Mercedes, und dann vom Team Elverblech Powertech Marco Blech, der sehr, sehr stark in die Saison eingestiegen ist, aber dann leider ein bisschen nachgelassen hat. Er will natürlich jetzt auch noch mal ein schönes Resultat sich hier holen und dann die Saison auf einem Hoch beenden. Dann schon der vorhin thematisierte Daniel Scheuerle mit der Startnummer 6, ebenfalls needracing.com. Und heute wieder am Start unser Privatfahrer Florian Waschkowski, der natürlich hier auch ganz groß in der GTC involviert ist, was das Administrative angeht. Er fährt einen Porsche 911 GT3 R. Thomas Link und Andreas Frommherz, zwei Audi-Piloten, einer für TRC und einer in seinem eigenen sehr markanten Design in BP-Farben gehalten. Beide heute mit einem Auto, was als ein bisschen zickig auf der Nordschleife gilt. Lars Novak in seinem Mercedes von Green Flashes, und dann Roland Preston, der Teamkollege von Jan Senkowski für PFS Performance.
Gil Ritter für RS Racing 3 und Andreas Gratz, zwei Ferrari-Piloten. Da bin ich übrigens noch was schuldig vom letzten Rennen. Ich hatte den Ferrari ja als ein Top-Speed-Fahrzeug verkauft, den Ferrari 458 Italia. Das war aufgrund von Informationen von Johannes Scheuerle, mit dem hatte ich da mich im Vorfeld unterhalten und so ein bisschen gefragt, ja, welches Auto käme denn da nah ran, und er hatte gesagt, ne, der Ferrari, der ist recht schnell, und dann kam der Gil Ritter an und hat gesagt, nee, Leute, das ist mal gar nicht so, das war noch eine eigentlich alte Information einer älteren Version dieser Mod, wo der Ferrari wirklich sehr, sehr stark gewesen ist geradeaus, aber mittlerweile ist das wohl nicht mehr so, also da haben wir denen vielleicht ein bisschen Unrecht getan beim letzten Mal. Andy Gratz beendet hier also seine Premierensaison, hat sich da wirklich gut verkauft. Claudio Ferreira, der einzige Lamborghini-Pilot in seinem Gallardo, für sein eigenes Privatteam hier unterwegs. Und Tom Ritter, der hier in seinem Ferrari in Hellblau auch für das Team RS Racing als Teamkollege von Gil Ritter an den Start geht. Timo Remiots für NeedRacing.com 3. Seine Meisterschaftsposition und seine Ergebnisse spiegeln nicht seinen Speed wider. Also den können wir heute auch wieder ganz, ganz vorne mit erwarten. Und dann Jan Frischkorn für TRC. The Racers Club wird wahrscheinlich nicht zufrieden sein mit dem Verlauf dieser Saison. Er unterwegs im Audi R8 LMS Ultra. Auch Frischkorn hier in das Administrative groß involviert. Uwe Grunenberg in seinem URT Audi, ja, er hat sich wieder durch die Saison durchgebissen. Er hat auch sich jetzt beim letzten Mal sogar richtig gut verkauft in Monza. Und jetzt halt die Frage, wie kommt er mit der Nordschleife zurecht? Und dann sehen wir hier noch mit der Startnummer 40 Nils Sendkowski für das Team Bathtub Riding Maniacs. Dann haben wir Dabona, Daniele Bonaventura, der Teamkollege von Marco Blech, und Robert Worm für NeedRacing.com 3 auf Mercedes-Benz SLS AMG. Franz Hückstedt, sicherlich auch nicht so ganz zufrieden mit dem Verlauf der Saison. Sein Pech war, dass sein Teamkollege Andy Wilmink diese Saison einige Male aussetzen musste und er so halt das ganze Setup für sich alleine bauen musste. Und dann haben wir den anderen Audi-Piloten, Raphael Stadelmann, der sehr viel Pech hatte im Laufe der Saison, und seine Meisterschaftsposition spiegelte auch nicht so ganz seinen Speed wider. Der war nämlich schon Kandidat für Top-10-Plätze. Robert Hühner in seinem Audi von RS Racing konnte nicht alle Läufe mitfahren. Und dann Felix Krohn im Mercedes von Eagle Classics, die hier auch ihre Premieren-Saison beenden. Den zweiten werden wir dann gleich sehen. Über dem nächsten schwebt noch ein Fragezeichen, Björn Zielke, ob der es heute schaffen wird. Und Michael Bojowitz, der ebenfalls seine erste Saison hier beendet. So, da müssen wir auch mal schauen. Sascha Glatter, bei dem war es 50-50, ob er es heute schafft. Und dann der zweite Pilot von Eagle Classics, die wir gerade schon angesprochen haben, Dominik Fingerhut. Dann die beiden Ferrari vom Team GAN, Dirk Gudorf und Wolfgang Dieterich. Bei dem 458, und dann haben wir noch einen weiteren Ferrari 458 Italia, nämlich den von Olaf Grabaum, der in einem privat eingesetzten Fahrzeug unterwegs ist. Dann kommen wir also zu den Infos der Strecke. Ja, die Nordschleife, berühmteste Rennstrecke der Welt, die bekannteste Rennstrecke der Welt, das Nonplusultra im Motorsport. Jeder, der was auf sich hält, muss hier eigentlich mal eine richtig gute Runde gefahren sein. Ansonsten ist man eigentlich gar nicht so ein richtiger Rennfahrer. Ja, also über 20 Kilometer lang, 74 Kurven, und die Geschwindigkeit, die wir auf der Döttinger Höhe hier erreichen werden, wird bei etwa 290 liegen. Es hängt dann natürlich ganz von der Flügeleinstellung ab, ob man auf Low Downforce geht, aber es könnte sein, dass man hier vielleicht mit einem leistungsstarken Fahrzeug sogar die 3 vorne hinkriegt, wenn die Getriebeübersetzung lang genug ist und man einen entsprechenden Windschatten die ganze Gerade runter hat. Es ist für jeden was dabei. Man kann jetzt nicht sagen, dass das hier ein Topspeed-Fahrzeug oder Handling-Fahrzeuge bevorzugt. Das einzige Problem natürlich für die Handling-Fahrzeuge, wenn denen Track-Position fehlt, sprich wenn die hinter einem dicken Brummer festhängen. Du kannst hier fast nur auf der Döttinger Höhe überholen oder auf dem Grand Prix-Kurs. Ansonsten überholen auf der Nordschleife fast tabu. Dann kommen wir zum Stand in der Fahrerwertung. Johannes Scheuerle steht also längst als Meister fest. Wir haben jetzt hier das Streichresultat auch dann bereits mit einbezogen. Also der steht jetzt im Moment hier nach 8 Siegen. Aber wir sehen 60 Streichpunkte. Also der hat die Idealpunktzahl von 540 Punkten bereits erreicht.
Jan Senkowski dann mit 379, auch der hat noch ein 19-Punkte-Resultat. Dann sehen wir Michi Geister mit 317, muss noch ein bisschen aufpassen auf Tobias Scheuerle. Allerdings 10 Punkte holt man bei dem hiesigen Punktesystem auch nicht so einfach auf. Marco Saupe und René Beitz Plätze 5 und 6, dann Phil Rose und Marco Blech nur durch einen Punkt voneinander getrennt. Daniel Scheuerle mit 244 Punkten und dann Florian Waschkowski komplettiert die Top 10. In der Teamwertung sieht es so aus, needracing.com steht seit was weiß ich wie vielen Läufen hier schon als Meister fest, also das ist auf jeden Fall mal ein ganz klares Ding. 300 Punkte der Vorsprung auf PFS Performance, dann sehen wir BRM auf der dritten Position mit 517 Punkten. Gibt noch eine kleine Chance, dass needracing.com 2 die heute noch abfangen kann, 16 Punkte gilt es hier aufzuholen und die müssen ihrerseits auch ein bisschen nach hinten schauen, RS Racing 1 ist nämlich nur 10 Punkte dahinter. Dann needracing.com 3, 468 Punkte, Elverblech Powertech mit 376 Punkten, dann TRC 352, RS Racing 3 noch relativ dicht dran, das sind nur 8 Punkte da unten und dann die Limit Hunters, das sind Franz Hückstedt und Andy Wilmink mit 298 Punkten. Ja, so viel dann also mal zu den Vorabinformationen und damit gehen wir jetzt rein in das Rennen hier. Und schauen also zum ersten Mal dann auf die Strecke. Qualifying hat gerade begonnen. Und nach dem freien Training erst einmal Jan Senkowski an der Spitze. Das muss jetzt allerdings nicht so sonderlich viel heißen. Denn das Ganze ist eine so lange Strecke. Da wurde dann eventuell das Training nochmal neu gestartet. Kurz bevor es in das Qualifying ging. Damit dann das Qualifying zum gewohnten Zeitpunkt um 20.15 Uhr starten kann. Also das muss erstmal noch nicht so viel heißen. So, wir schauen gerade nochmal durch, ob es ein paar Last-Minute-Änderungen gibt. Da gab es hier jemanden, ja, das ist Daniele Bonaventura, der ist nicht auf den Server gekommen, der wird allerdings im Nachhinein noch drauf kommen können. Und Uwe Grunenberg hat wohl das Netzteil seines PCs hochgejagt. Der ist also nicht dabei und der auch Raphael Stadelmann auch nicht. Da haben sich also noch ein paar im Nachhinein abgemeldet. Also Björn Zielke, da hatten wir noch diese fragliche Situation, ob der noch drauf kommt. Und Dirk Gudorf, der war sich auch noch nicht so sicher, ob er sich das hier heute antun will. Also, Jan Senkowski im Moment unterwegs im Bereich der Mutkurve. Kesselchen gerade hochgefahren, geht jetzt in Richtung Klostertal. Er hat also schon mehr als die Hälfte der Runde hinter sich. Timo Remiots derzeit an der Box. Er ist betroffen von einer Reihe von Strafen, die im Vorfeld verhängt worden sind. Eine Runde gibt es nur für Timo Remiots, Michi Geisler, Phil Rose, Marco Blech und Dirk Gudorf sowie Uli Landgraf. Reddy Eugster wäre auch betroffen, der hat sich allerdings für dieses Rennen abgemeldet. Aus der Richtung droht also erst einmal keine Gefahr für den Johannes Scheuerle, hier noch im 10. Rennen abgefangen zu werden. Und der Sascha Glatter ist scheinbar auch nicht auf dem Server. Ich sehe ihn jetzt zumindest mal nicht auf dem Zeitmonitor. Damit eigentlich Jan Senkowski der Einzige, der jetzt da drohen könnte. Felix Krohn ist neben der Strecke und zwar ganz neben der Strecke. Der ist aus dem Karussell rausgeflogen. Ach du lieber Himmel, wie ist er denn da hingekommen? Ja, also da haben wir schon mal den ersten Fall von wir machen eine kleine Kreuzfahrt durch die Eifel. Und das Problem ist, man darf hier nicht Escape drücken. Das heißt also, für den fällt das aus, dass der jetzt hier nochmal Escape drücken und an die Box geht. Wenn der da nicht mehr rauskommt, ist die Sache schon durch. Phil Rose geht jetzt auf seine einzige erlaubte Runde. Da ist jetzt so ein bisschen die Frage, das wurde da auch im Vorfeld ein bisschen diskutiert, ist das überhaupt eine Strafe? Wir haben hier, obwohl die Strecke so lang ist, weiterhin nur eine halbe Stunde Training und das bedeutet, dass man überhaupt mal nur eine einzige schnelle Runde, zwei schnelle Runden hinbekommt. Außer man fährt zwei gezeitete Runden am Stück, was aber aufgrund des Reifenverschleißes eigentlich keinen Sinn macht. Und ja, da ist jetzt also wirklich die Frage, ist das eine wirkliche Strafe? Das wäre auf anderen Strecken natürlich wesentlich schlimmer. Aber gut, anders geht es jetzt nicht, so steht es im Regelwerk drin. Und so ist die Strafe hier halt so gesehen ein bisschen weniger heftig. Marco Blech jetzt unterwegs. Wir schauen mal, wer der Erste ist, der aus seiner schnellen Runde zurückkommt.
Das wird, wenn ich das hier richtig sehe, René Beid sein. Nee, Johannes Scheuerle ist es. Nein, sorry, das hat sich da gerade so ein bisschen überlagert. Das hätte mich jetzt auch gewundert, wenn Scheuerle nicht direkt an der Spitze rausgefahren wäre. Wo haben wir den denn? Den sehen wir hier auf 19. Also der ist keine gezeitete Runde dann in der letzten freien Trainingssitzung gefahren. Aber jetzt wird eine gezeitete Runde kommen. Er ist also hier bei 7 Minuten 30 und wir schauen mal auf den Topspeed 290 im Mercedes jetzt auf der langen Geraden. Und jetzt geht es nochmal bergab. Da kann es nochmal ein paar kmh drauf geben. Oh ja, also wenn der einen Windschatten bekommt, dann steht da aber die 300 vorne. Jetzt der letzte Anbremspunkt, der ist ein bisschen knifflig und auch Scheuerle hat alle Mühe hier, das Fahrzeug für die Hohenrain-Schikane abzubremsen, aber er kommt noch super durch und das wird jetzt wahrscheinlich dann schon die Pole-Runde sein, also das dürfte dann die Runde sein, die ihn schon auf Pole stellen würde, aber ich denke mal, dass er die 8 Minuten noch hier in Angriff nehmen wird. 8:01:06, also jetzt die Zeit von Johannes Scheuerle. Der nächste Scheuerle geht drüber, war Tobias mit einer 8:06. Jan Senkowski überraschenderweise langsamer als Tobias Scheuerle mit einer 8:07er Runde. Und gut, es ist Blödsinn, was ich gerade erzählt habe. Man schafft drei Anläufe, denn hier gilt ja die Regel, dass man eine angefangene Runde noch zu Ende fahren darf. Das heißt also, das Qualifying, das wird auch heute wesentlich länger als 30 Minuten dauern, weil es halt so lange dauert, bis alle dann wieder durch sind von ihrer letzten Runde. Theoretisch kann das Qualifying also hier schon mal 8 Minuten länger dauern als gewöhnlich. René Beid ist durch mit einer 8:12, Daniel Scheuerle 8:14, Franz Zückstedt 8:27, Robert Hühner nur 4 Zehntel langsamer. Bill Rose im ersten Sektor plus 1,2 Sekunden. Man muss jetzt die Abstände natürlich hier ganz anders einordnen, als sie es normalerweise sind. Und Rose schmeißt seine einzige gezeitete Runde erstmal in den Mülleimer. Er hat jetzt Glück, dass er weiterfahren kann. Auf einer normalen Strecke wäre die Runde jetzt schon dahin, aber hier kann man auch mit dem Dreher noch ordentlich nach vorne fahren, weil ja die Zeitenabstände viel größer sind auf dieser Strecke. Und er muss diese Runde jetzt zu Ende fahren, denn das ist seine einzige, die er hat. Und das ist der Klassiker dort oben, zu schnell ausgangs der Fuchsröhre, Eingang Adenauer Forst gewesen und dann ist das Auto weg. Marco Blech im Bereich Meerseifen. Den Fingerhut geht gerade auf die sechste Position, stellt sich davor Franz Hübstedt, Robert Hühner und Roland Preston. Nils Senkowski geht auf die fünfte Position, noch vor Daniel Scheuerle mit einer 8:13, also der scheint sich hier wohl zu fühlen. Marco Blech im Bereich Breitscheid, bisschen den Körb mit. Oh, den sollte man nicht überfahren, Marco Blech. War ein bisschen zu früh eingelenkt für diese Ecke. Die ist ziemlich gemein in dieser Version. Also das ist sehr unangenehm, mit einem Fahrzeug da hochzufahren. Wegen dieser Ecke werden meistens dann die Differentiale etwas offener gefahren, weil sonst dreht sich das sofort nach innen weg. Das hängt so ein bisschen mit der Physik zusammen. Und jetzt schauen wir mal auf Marco Saupe, der gerade von einer schnellen Runde zurückkommt. Die BMW-Piloten ist es wichtig, dass sie im Qualifying sich weit nach vorne fahren, damit sie dann nicht hinter irgendeinem dicken Brummer, der was langsamer ist, festhängen. Aber die 8:10 wird für Saupe nicht drin sein in dieser Runde. Ne, das geht ein bisschen zurück. Also ich glaube, der hat einen Fehler drin gehabt. Weil das ist eigentlich nicht sein Speed. Ne, 8:13, also das wird ihn nicht zufriedenstellen. Da fährt er sich um 2 Zehntel vor Nils Senkowski. Also das war mal noch nichts. Das Novak hier im Bild. Sektor 1, 3,5 Sekunden der Rückstand. Die Geißler ist über den zweiten Messpunkt drüber, hat 3,1 Rückstand. Das könnte noch in den Bereich von Tobias Scheuerle gehen. Der hatte eine 8:06, der hat einen Rückstand von 5,2 Sekunden. Das wäre durchaus noch drin. Er ist vom Merz. Fast sich abgelegt im Bereich Galgenkopf. So, da kommt Johannes Scheuerle gerade ohne Splitter rein, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja, also auch die Champions machen hier mal, bauen hier mal Unfälle, aber er konnte das Auto zurückbringen. Tobias Scheuerle geht jetzt auf eine schnelle Runde. So, draußen ist im Moment Phil Rose.
Er hatte sich aber gedreht, wir haben das ja gesehen. Er hatte einen richtig guten ersten Sektor, aber dann ist er rausgeflogen. Also da geht es jetzt nur um Schadensbegrenzung. Oh, Marco Blech. Das ist auch ja, ne ziemlich schwierig zu fahrende Ecke im Simracing, das Brünnchen. Da driftet das Fahrzeug gerne mal weg und man geht da gefährlich in Richtung der Mauer auf der rechten Seite. So, jetzt sind wir gleich am großen Sprunghügel. Vorsicht, da muss man sehr vorsichtig auf dieser Streckenvariante sein. Und jetzt Achtung, hier kommt nochmal ein kleiner Sprung auf dieser Variante, wo das Fahrzeug nochmal richtig leicht wird. Und dann ist man eigentlich mit dem Löwenanteil der Runde durch. Jetzt aufpassen, dass man hier einen Schwalbenschwanz nicht rausrutscht. Die Ecke ist ein bisschen enger, als sie es in der Realität ist. Da gibt es so zwei, drei Stellen hier, die nicht so ganz mit der Realität übereinstimmen. Und oh, Marco Blech verliert da das Heck im Bereich des Teilenkarussells und dreht sich da noch. Aber man muss sagen, dass insgesamt diese Strecke das Flair der Nordschleife wirklich sehr, sehr gut rüberbringt. Ein Riesenprojekt damals gewesen, diese Nordschleife auf den Stand zu bringen, wo sie heute ist. Und sie bringt das sehr gut rüber mit den Steigungen und Gefälle und auch die Bodenwellen. Oder zum Beispiel die Simbin-Nordschleife, dieses Flair ein bisschen vermissen lässt. Die zwar akkurater ist vom Streckenverlauf, aber dafür stimmen halt ja, diese Bergauf-Bergab-Passagen nicht so ganz gut. Es geht ein bisschen zu wenig da eigentlich bergauf und bergab. Und um Lars Novak, der hat auch mächtig zu kämpfen. Dieses Flair, das bringt also diese Variante hier richtig gut rein. Robert Wurm fährt sich auf die 9. Position. So, und jetzt kommt Marco Blech von seiner Runde zurück. Also fast das Auto weggeworfen. Aber sonderlich schnell ist auch das hier nicht. Nee, also da haben wir den aber schon wesentlich stärker in dieser Saison gesehen. Ich glaube, der hat sich auch abgelegt irgendwo auf der Runde. Das ist eigentlich eine Rundenzeit, da muss man sagen, da muss ein Fehler drin gewesen sein. Bei Rose war auf jeden Fall einer drin, so viel können wir sagen. Und jetzt also zurück. Und das wird seine Zeit bleiben. 8:19. Oh ja, also das wird noch ein paar Plätze für ihn zurückgehen. Das war's. Er darf nicht mehr weitermachen. Da seine Strafe jetzt verbüßen. Und oh, der Lars Novak stand, glaube ich, gerade wieder. Oh ja, ah, der hat sich den Reifen vorne abgefahren. Oh, der ist noch richtig abgeflogen. Und jetzt muss er das Auto zurücktragen an die Box. Und sein Pech ist, dass in der Qualifying-Sitzung, ah, das Rad ist ja komplett abgerissen, dass in der Qualifying-Sitzung man nur über eine kurze Runde reinfahren kann. Und das muss jetzt wirklich ganz am Ende der Runde passiert sein. Ah, da hat wohl der Sprunghügel zugeschlagen. Schauen wir mal hier, der zweite. Nein, das war es nicht. Okay, dann war es was anderes. Gut, blöd, wenn die Runde jetzt so spät kaputt geht, aber es ist insofern glücklich für ihn, dass er das Fahrzeug nämlich jetzt noch zurück zur Box bringen kann. Was sonst ziemlich schwer werden würde, wenn man da nämlich hier jetzt bei noch 13 Minuten das irgendwo im Bereich Hatzenbach macht, dann kann man das Qualifying eigentlich direkt beenden. Ja, und wir sind da genau richtig drauf gekommen. Er hat da zu früh eingelenkt. Ja, wir sind dann gerade eben noch für das Resultat dieser ganzen Sache da drauf gekommen. Und jetzt fahr dir nur das Auto nicht komplett Schrott. Also, wer kommt noch? Tobias Scheuerle, eine Sekunde in Sektor 1, etwa das, was wir von Phil Rose vorhin gesehen haben. Dann Jan Senkowski, der hat aber schon mehr Rückstand. Benny Beitz geht jetzt nochmal auf eine schnelle Runde. Marco Saupe ist schon ein bisschen weiter. Da sehen wir jetzt gleich den zweiten Messpunkt. Also nach 13 reicht immer noch für die 5. Position momentan. Da ist ein unheimliches Loch zwischen Jan Senkowski und René Beitz. Da reden wir von einem Abstand von 5,3 Sekunden. Also vorne Scheuerle um 5,2 weg. Dann sind es 3 Zehntel zwischen Scheuerle und Senkowski. Tobias Scheuerle und Jan Senkowski. Marco Saupe jetzt plus 6,6. René Beitz dann nochmal 5,3 Sekunden hinter Jan Senkowski zurück. Nils Senkowski, Marco Saupe dann nur 7 Zehntel hinter Beitz. Nils Senkowski 2 Zehntel hinter Saupe. Michi Geißler 9 Zehntel hinter Senkowski. Und Daniel Scheuerle 4 Zehntel hinter Geißler. Also da ist es richtig eng.
im Bereich zwischen 8,12 und 8,15. Daniel Scheuerle 8,14,999 noch so gerade eben gefahren. Natürlich wird beim heutigen Rennen ganz klar der Kampf Mann gegen Strecke im Vordergrund stehen. Mehr als der Kampf Mann gegen Mann. Werden wir heute wohl etwas weniger sehen. Das Highlight ist natürlich hier diese über 20 Kilometer lange Strecke. Marco Saupe, schauen wir mal auf seine Sektorzeiten. Die weisen eine Steigerung aus. Momentan ist er 1,3 Sekunden schneller als in seiner bisher besten Runde. Dominik Fingerhut hat gerade eine zweite schnelle Runde zu Ende gebracht. Sich da auf die 11. Position verbessert. Ja, von Lars Novak, da erwarte ich mir noch einiges, aber der muss ja jetzt erstmal das Auto zurück an die Box schleppen. Das heißt, der hat dann nur noch diesen einen Versuch. Der scheint immer noch auf der Strecke zu sein. Ah, der ist schon wieder auf der Strecke. Okay, der ist also schon wieder rausgefahren. Und jetzt schauen wir auf diese Zeit von Marco Saupe. So, das wird doch eine Ecke schneller als die letzte Runde. Hat da noch mal einen heftigen Quersteher ausgangs der Hohen Rhein-Schikane. Er peilt die 8,10 jetzt an, er wird sie nicht ganz schaffen können. Und kommt durch, ja, eine 8,12. Also es ist doch noch ein bisschen weiter hochgegangen als gedacht. Aber es ist immerhin die vierte Position. Jetzt macht er Platz für die anderen, denn für ihn wird das jetzt wohl gewesen sein, wenn ich gerade so richtig sehe. Er könnte allerdings das Auto jetzt noch mal in die Box bringen und noch mal rausfahren. Die Zeit hat er. René Beitz also jetzt verdrängt worden, nimmt auch schon wieder eine neue Runde in Angriff, das hat er jetzt auch schon einige Male gemacht. Oder er kam zuvor gerade von einer schnellen Runde wieder, das kann auch sein. Also irgendwie ist er jetzt ziemlich schnell wieder hier gelandet. Und Nils Senkowski fliegt gerade ab und zerlegt das Auto, so das war's. Hier jetzt noch innerhalb von 9 Minuten wieder eine neue Runde in Angriff zu nehmen, das dürfte sich als sinnlos erweisen. Das wird jetzt Ewigkeiten dauern, bis er das Auto zurückbringt. Michi Geißler darf nicht mehr, hat nur einen Anlauf heute. Ist ebenfalls, wie viel Rose diese Strafe da verbüßen. Gleiches gilt für Marco Blech. Auch Timo Remiorz. So, da kommt eine Verbesserung auf die zweite Position von Jan Sendkowski. Schiebt sich jetzt also in diesem Moment hier vor Tobias Scheuerle um eine halbe Sekunde. 8,06,378 jetzt für Sendkowski und Scheuerle 8,06,886. Jetzt gerade auch noch auf dem Grand Prix-Kurs unterwegs, das wird also noch ein bisschen dauern. Beitz schon wieder an die Box gefahren. Und ja, Nils Sendkowski versucht es noch. So, Daniel Scheuerle verbremst sich da leicht im Bereich Hatzenbach. Jetzt geht es raus in Richtung Fiddelbacher Höhe und dann gibt es den ersten schönen Flug. Da ist der Name Programm am Flugplatz. Hier der Sprung ein bisschen sehr arg in dieser Variante. Wir werden das jetzt sehen und zack, da fliegt man also richtig. So hoch fliegen GT3-Fahrzeuge da normalerweise nicht. Aber es ist natürlich immer spektakulär. Dann ist der nächste erst wieder Robert Worm, der unterwegs ist und der ist direkt dahinter auf der Strecke. Lorne Scheuerle, neue Bestzeit 8,00736, aber er verfehlt sein Ziel, die 7,59. Und hier kommt jetzt einer, der bislang noch ohne Zeit ist, Andi Gratz, 175, und der hat ein paar Latten hinten auf dem Heckflügel drauf. Denn hier unglaublich diese Vibrationen im Cockpit, wie das Auto da durchgeschüttet wird hier auf der Döttinger Höhe, das fliegt ja richtig hin und her. Junge, also das war
Das war heftig und Kratz fliegt ab, legt sich voll ab im Bereich Hohen rein. Jetzt, ja, gib Gas und versuch so wenig wie möglich an Zeit zu verlieren. Das ist aber die ganz große Gefahr am Ende einer Runde, dass man diesen Bremspunkt da verpasst. Der fährt jetzt ganz, ganz langsam. So, da kommt jetzt, war das Nisenkowski, hat der es schon geschafft? Ne, der ist noch hier. Also irgendwie anders gewesen sein. Lars Novak im ersten Sektor 3,5 Rückstand, ist ein bisschen mehr als erwartet. Auch noch ohne Zeit ist bislang Thomas Link, das wird sich jetzt aber ändern. Der Audi-Pilot kommt jetzt durch. Und die Zeit sieht gut aus, das geht unter die 18. Da könnte er bis auf die vierte Position mit nach vorne kommen und das ist sie. Vierte Position für Thomas Link. Vom TRC-Team. Starke Runde. Saupe greift nochmal an. Indem er sich da gerade an René Beitz vorbeigearbeitet hat, der schon wieder auf dem Grand Prix-Kurs unterwegs ist. Jetzt biegt er aber ab. Also der hat irgendwie jetzt gefühlt drei Viertel des Trainings auf dem Grand Prix-Kurs verbracht. Jetzt geht's aber nochmal richtig raus. Also es ist gerade mal, es sind 156.000stel auf dieser Strecke. Die Strecke hier in dieser Konfiguration ist 24 Kilometer lang, 24,6. Man kann also sagen, sie ist fünfmal so lang wie eine normale Strecke. Und dann kann man das jetzt mal durch 5 teilen, dann hätte man einen Abstand von irgendwo um die 30.000stel. Also alle Abstände, die wir hier durchgehen, muss man durch 5 teilen, dann sieht man, was die auf einer normalen Strecke wert wären. Also spricht der Johannes Scheuerle, der wäre jetzt, wenn wir das mal so nehmen, schon wieder 1,1 Sekunden von Jan Senkowski weg. Der hat nämlich 5,6 Sekunden Vorsprung auf den PFS Performance Piloten. Das war ein bisschen zu schnell und jetzt hebelt es ihn komplett aus und das war's. So, jetzt gibt es nämlich einen richtigen Abflug. Ui. So, der drückt sofort Escape, um die Bahn frei zu machen. Also das war's für René Beitz. Das Qualifying ist zu Ende und Nisenkowski hat es geschafft. Der hat das Rad schon wieder dran, das heißt, der war jetzt bereits schon an der Boxe und schafft das tatsächlich nochmal eine schnelle Runde in Angriff zu nehmen. Geht natürlich auch nur hier, dass das Rad dann sofort instant wieder dran gebaut wird. Und Lars Novak, der ist immer noch sehr stark unterwegs. Wenn ich das da richtig lese, steht da jetzt eine 3,8. Das ist ein bisschen schwer zu erkennen für mich hier. Das würde ja bedeuten, dass er im zweiten Sektor so schnell gefahren ist wie Johannes Scheuerle. Weil der hatte ja schon eine 3 vorne stehen. Schauen wir mal, der zweite Sektor. Nee, der zweite Sektor, der war jetzt 6 Sekunden langsamer als Scheuerle. Da hat er irgendwas anderes gestanden. Ersten Sektor 3, jetzt hat er nochmal 6, das heißt, es war dann eine 9, vorne gestanden hat. Das ist ein bisschen schwierig zu erkennen, weil dieser Live-Viewer hier nicht sonderlich hoch aufgelöst ist. Das ist im Stream deutlich besser zu erkennen. Timo Remiorz hat übrigens zwischenzeitlich einen Disconnect erlitten. Der ist also erstmal runter vom Server oder er hat ihn bewusst verlassen. Das heißt also, im Moment sind die Zeiten hier mit Vorsicht zu genießen, weil wir nicht wissen, wo Timo Remiorz sich einsortiert hat. Und jetzt schauen wir mal, wo Lars Novak reingeht. Also ganz nach vorne wird es nicht gehen. Das riecht mir dann eher so, dass es da in den Bereich untere Top 10 reingeht. Bis zur 9. Position sind alle unter 8,15. Wir sehen hier in der GTC wird, obwohl in der Realität diese Hilfen erlaubt sind, ohne ABS gebremst und auch die Traktionskontrolle ist hier verboten. So, Novak kommt rüber. Ja, das wird wahrscheinlich für die 10. Position reichen. Genau so ist es. Er schiebt sich vor Marco Blech. So, und dahinter nimmt gerade nochmal einer eine schnelle Runde in Angriff. Das sind jetzt die, die wirklich ganz spät dran sind. Franz Hückstedt ist das.
Dahinter ist auch nochmal ein Need Racing Pilot aus der Box rausgegangen. Obwohl schaffen die jetzt den Kurs hier in 1,40, den kleinen. Aber eine Scheuerle, da läuft eine Zeit. Müsste aber eine Outlap sein. Daniel Scheuerle geht auf die fünfte Position, verdrängt Marco Saupe und René Beitz. Und auch noch Nies Senkowski. Also der hat einen Sprung nach vorne gemacht in diesem Anlauf. 8, 12, 3, 6, 4. Geht jetzt also hier auf Rang 5. Saupe nochmal im Angriffsmodus. Bergwerk. 1,7. Erster Sektor war richtig gut. Schauen wir mal, was das in Bezug auf seine persönliche Bestzeit sagt. Eine Verbesserung von einer halben Sekunde. Und Saupe steht ganze 88.000stel im Moment hinter Daniel Scheuerle. Also da eine ganz, ganz enge Entscheidung, die uns da noch ins Haus stehen wird. So, es ist relativ wenig auf der Nordschleife los. Also es sind jetzt nochmal viele auf dem Grand Prix-Kurs unterwegs. Auf der Nordschleife draußen haben wir allerdings im Moment nur Gil Ritter, Marco Saupe, Jan Senkowski und Nils Senkowski. Und auch Lars Novak hat nochmal eine schnelle Runde in Angriff genommen. Das heißt, er fährt eine zweite gezeitete Runde direkt hinten dran. So, die Session ist durch. Also die Zeit ist abgelaufen, aber wir sind natürlich hier noch lange nicht fertig. Marco Saupe nimmt jetzt den Bereich Ruhe 8 in Angriff. Gemeinsam mit Startziel die höchste Strecke auf der Nordschleife. Aber im zweiten Sektor verliert er gewaltig auf die Zeit von Johannes Scheuerle. Ist dabei immer noch auf Verbesserungskurs, hat jetzt schon 1,5 Sekunden gut gemacht. Also den Daniel Scheuerle wird er damit auf jeden Fall bekommen. Bis Thomas Link ist es dann aber ein Sprung von über 3 Sekunden. Also da muss noch ein bisschen was kommen. Oh, Tobias und Daniel Scheuerle sind auch nochmal auf die Nordschleife gegangen. Und auch Johannes versucht es tatsächlich nochmal. Frage ist, jetzt ist er da noch in einer schnellen Runde unterwegs, Johannes Scheuerle. Ja, sieht so aus. Der nimmt es also nochmal als allerletzter jetzt in Angriff. Weil der Erste, der eine Zeit gesetzt hat, wird der Letzte sein, der eine Zeit setzt. Er hat natürlich nur ein Ziel und das heißt, diese Zeit von 8 Minuten zu schlagen. So, Daniel, auch das ist eine zweite gezeitete Runde. Also das bringt natürlich einen Vorteil dadurch, dass man dann über Startziel sehr schnell drüber kommt. Da macht man ungefähr 1,5 bis 2 Sekunden gut auf diesen allerersten Metern. Ja, sagen wir mal 1,5, also 2 wäre schon hochgegriffen, aber das macht man erstmal gut, nur man verliert das dann halt durch die schlechteren Reifen über die Runde hinweg wieder. Aber das war jetzt natürlich auch für diejenigen die einzige Möglichkeit, hier nochmal eine gezeitete Runde hinzubekommen. Wir haben übrigens einige, die haben ihr Auto scheinbar auf der ersten schnellen Runde zerlegt, die haben nämlich keine Zeit gefahren. Das sind Felix Krohn, Michin Bojowitz und Dirk Gudorf. Und Timo Remiots, den haben wir also ja hier mehr oder weniger durch Disconnect verloren oder er ist einfach selber vom Server runtergegangen. Das sind also diejenigen, die hier jetzt gerade nicht mehr dabei sind. Wir müssen dann also warten, wo Remiots am Ende einsortiert wird. Und jetzt schauen wir mal auf Marco Saupe. Daniel Scheuerle, Runde abgebrochen. Daniel Scheuerle wird sich nicht mehr wehren können. Und hinter Marco Saupe ist es dann auch nochmal Jan Senkowski. Die beiden kommen jetzt rüber. Senkowski ist nur ein paar Meter hinter Saupe unterwegs, aber der wird sich hier noch um eine Position bessern. Senkowski muss sich nur absichern gegen Tobias Scheuerle. Also Marco Saupe, 8,10 geht da drüber, aber er holt sich die fünfte Position zurück. Da fehlt Thomas Link um 1,1 Sekunden. 8,10, 2,26 jetzt für Saupe und hier kommt Senkowski. Bams, haut nochmal raus, eine 8,056, das heißt also da, dass ich jetzt auch nochmal um knapp eine Sekunde gesteigert in diesem Umlauf. Johannes Scheuerle, Runde abgebrochen. Wir haben jetzt nur noch unterwegs Nils Senkowski, Lars Novak, Tobias Scheuerle und Roland Preston, das ist der Letzte.
der im Moment auf der Runde unterwegs ist. Oh, Nisenkowski, der Fall erledigt sich auch gerade. Schon das zweite Mal, dass er einen Reifen verliert. Jetzt ist es auch nochmal der andere. Also tragischer Reifenverlust für Nisenkowski, wer das Video noch kennt. Jetzt also zu Lars Novak. Da steht wieder eine 9 vorne. 9 und 3 sehr schwer auseinanderzuhalten, aber das sieht mir klar nach einer 9 aus. Also viel schneller wird diese Runde dann nicht werden. Überraschenderweise hat er im ersten Sektor sogar Zeit verloren, ist jetzt im zweiten aber schneller gefahren. Überraschenderweise deshalb, weil er auch eigentlich volle Pulle über die Ziellinie drüber gebrettert ist, da er ja von der Nordschleife kam. Tobias Scheuerle ist hinter ihm. Schauen wir mal da auf die Sektorzeiten. Erster Sektor 7 Zehntel verloren, zweiter eine vierte Sekunde gewonnen. Das heißt also, unterm Strich hat er immer noch über 4 Zehntel Rückstand auf seine PB. Und um Jan Senkowski abzufangen, bräuchte er jetzt bereits 1,2 Sekunden Steigerung. Also das sieht eher nicht mehr danach aus. So, und das ist dann der letzte, den wir noch auf einer schnellen Runde haben. Das ist Roland Preston, der auf der 19. Position liegt, sich jetzt aber nochmal um 2 Sekunden steigert. Nur dummerweise hat er auch 2,2 erstmal Rückstand, um überhaupt erstmal Claudio Ferreira zu erwischen, der vor ihm steht. Also da muss noch richtig was zusammenkommen. Aber bei Lars Novak, da geht noch was. Der keine Position freiwillig hergibt. Der in Monza wieder sich einen harten Zweikampf da geliefert hatte. Einem Kontrahenten, der sich ein bisschen nach vorne gearbeitet hatte. Ich glaube, es war Uli Landgraf, ich weiß aber nicht mehr ganz genau, wer es gewesen ist. Und der ist jetzt also auf der Döttinger Höhe unterwegs. Schauen wir uns mal seinen Topspeed an. Na, da sind auch ein paar mehr Flügelelemente hinten drauf, denn den Topspeed von Need Racing erreicht er nicht ganz. Hier sind es 291. Und auch da sehen wir wieder, wie das Cockpit da vibriert, wieder die Bodenwellen richtig zuschlagen. Also das ist schon sehr beeindruckend. Und Novak also jetzt durch die Hohenrhein-Schikane durch. ...8.15.9 hat er vorher gefahren, fährt jetzt 8.14.6. Damit verbessert er sich in der Zeit, aber er verfehlt die Zeit von Michi Geisler um eine Zehntelsekunde. Oh, das war knapp. Sehr schade für Lars Novak. Fast hätte er da noch eine Position gut gemacht. Jetzt haben wir die Top 10 allesamt unter 8.15. Hier kommt Tobias Scheuerle. Er verbessert sich nochmal und das auch nicht zu knapp, um 7 Zehntel, aber auf Jan Senkowski fehlen ihm am Ende 5 Zehntel Sekunden, eine halbe Sekunde sein Rückstand. Und jetzt der letzte im Bunde, Roland Preston. Wenn wir den durchhaben, dann geht es also weiter mit dem Warm-up. Dann wird das Rennen auf dem Programm stehen, das heute also über 120 Minuten geht. Heute also das extra lange Rennen hier zum Saisonabschluss. So, Preston kommt durch. Verbessert sich noch auf die 16. Position. Sehr schöne Steigerung um über 4 Sekunden für Roland Preston. 8,26, 1,65 und damit haben wir sie jetzt alle durch. Positionen sind mit Vorsicht zu genießen. Johannes Scheuerle vor Jan Senkowski, dann Tobias Scheuerle, Thomas Link, Marco Saupe, Daniel Scheuerle, René Beitz, Nils Senkowski, Michi Geisler, Lars Novak. Irgendwo sortiert sich dann noch der Timo Remi-Jorts ein. Ich kann jetzt nicht sagen, wo. Marco Blech und Phil Rose werden hier auf den Plätzen 11 und 12 geführt. Dann Robert Wurm, Dominik Fingerhut, Andreas Frommeherz, Roland Preston, Franz Hückstedt, Robert Hühner, Claudio Ferreira und dann Gil Ritter. Das ist also erstmal die Top 20. Aber wie gesagt, Remi-Jorts kommt noch irgendwo rein. Das war es jetzt erst einmal vom Qualifying. Wir machen kurz Werbung und dann sind wir gleich zurück mit dem Warm-up und dem Start zum Rennen.
Ja, Blick runter von der Empower-Tribüne auf die Boxenanlage. Das Warm-up läuft jetzt. Wer sich beeilt, schafft es hier eine Rundenzeit zu setzen. Allerdings sollten wir jetzt nicht allzu viel hier erwarten. Da sind ein paar auf die Nordschleife rausgefahren, unter anderem Dirk Gudorf. Im Moment kommen also ein paar drauf, die vorher Disconnects hatten. Das ist Andreas Gratz, der hier momentan so ein bisschen Mühe hat, das Fahrzeug auf der Grand Prix-Strecke im Bereich Warsteiner Kurve auf den Kurs zu halten. Der geht jetzt auf die einzige Stelle drauf zu, wo man cutten kann. Allerdings wurde schon angekündigt, es ist größtenteils freigestellt. Das ist hier die NGK-Schikane, also hier kann man ein bisschen abkürzen. Ansonsten ist das mit dem Cutting hier sowieso kein Thema. Und er entscheidet sich für eine kurze Runde, die letzte Session, in der das jetzt noch möglich ist. Tom Ritter ist jetzt schon durch den Flugplatz durch. Wir verzichten jetzt hier mal auf eine Streckenvorstellung, weil da ist einfach die Zeit gar nicht mehr für möglich. Da haben wir gar nicht mehr genug Zeit für. Also sind doch noch mal einige, die auf die Nordschleife rausgefahren sind. Die wenigsten allerdings werden jetzt hier eine schnelle Runde fahren können. Oh, da haben wir nochmal eine Stelle, wo man cutten kann. Also Johannes Scheuerle fährt da mächtig über den Abweiser drüber. Aber hier kann man natürlich nicht alle Qualifying-Runden jetzt... Oh, was haben wir da? Da haben wir ein Disconnect. Kann man jetzt nicht alle Qualifying-Runden prüfen. Und Dirk Gudorf, ja gut, 5 Minuten, das geht eigentlich noch. Also da kann er jetzt sogar selbst den Rechner nochmal resetten und neu starten. Das sollte sich noch ausgehen. Aber jetzt haben wir... Ach nein, jetzt fliegen alle runter. Oh, das heißt also, dass der Server gerade wieder Probleme macht und wir dasselbe haben wie zuletzt in Monza. Also damit machen wir hier an der Stelle erstmal nochmal Werbung und gucken mal, was hier eigentlich los ist.
Also, es soll hier bald weitergehen und es wurde auch gesagt, dass es nicht allzu lange dauern sollte. Oh, da sehe ich gerade, der Zeitplan, der stimmt gar nicht. Wir haben nämlich heute ein Rennen nicht über 80 Minuten, sondern über 120 Minuten. Das ist hier mal ein kleiner Fehler. Also, das stimmt so nicht. Den Zeitplan also bitte für nicht zu voll nehmen. So, jetzt haben wir nur gerade Pech gehabt. Jetzt haben wir nämlich neu geladen und jetzt ist uns ganz R-Faktor zusammengebrochen. Also, zum letzten Rennen fährt jetzt hier R-Faktor nochmal alles auf, was es so im Repertoire hat, um die Userschaft zu ärgern. Das ist aber kein Problem. Wir starten das Ganze jetzt neu. Und gut, schauen wir nochmal, gehen wir die ganzen Teilnehmer da einmal durch und dann gehen wir nochmal auf die Strecke zur Vorstellung. Und nebenbei versuchen wir dann noch auf den Server drauf zu connecten. Da wird es allerdings dann recht bald weitergehen, hat man mir gesagt. Es sollte eigentlich kein Problem sein, das Feld jetzt wieder richtig einzusortieren. Das soll wohl automatisch geschehen. Hoffen wir das mal. Beim letzten Mal war das ja nicht der Fall. Unser Glück ist, dass das diesmal nicht so viele sind wie sonst. Natürlich haben wir auch hier diesen üblichen Fahrerschwund innerhalb einer Saison. Zum letzten Rennen stehen längst nicht mehr so viele am Start wie noch zu Beginn der Saison, als ja teilweise manche Fahrer gar nicht mitfahren konnten, weil gar kein Platz mehr frei war. So, und dann haben wir hier also jetzt nochmal die Strecke im Überblick. Also was wir da sehen, diese 20 Kilometer, die beziehen sich eigentlich nur auf die Nordschleife. Also der Grand Prix-Kurs, der bringt nochmal 4,6 Kilometer in dieser Variante dazu. Oder 3,6 Kilometer, so 3,8 Kilometer bringt er dazu, und dann sind wir bei 24,6. Und das also ist er dann noch ein bisschen länger als hier angegeben. Ja, Schlüsselstellen, eigentlich hat jeder seine eigene Schlüsselstelle. Es gibt Kurven, die man mag, es gibt Passagen, die einen weniger lieben. Und da muss eigentlich jeder dann ja, selber schauen, wo für ihn die schwierigsten Stellen sind. Sicherlich eine der selektivsten Kurven, das Schwedenkreuz. Also eine wirklich spektakuläre Kurve und dann direkt dahinter nochmal die Fuchsröhre. Das ist ein ultraschneller Streckenabschnitt, der nur durch diese Arenbergspitzkehre unterbrochen wird. Hier mittlerweile auch keine richtige Spitzkehre mehr ist. Mit diesen Fahrzeugen ist das eine dritte Gangkurve. Und jetzt läuft ein bisschen was. So, also zumindest sind wir mal alle wieder da. Und das Rennen kann dann jetzt gleich starten. Und wir sind jetzt, wenn ich das richtig sehe, schon in der Rennsession. Ja, also tatsächlich, es geht jetzt los. Also, das geht jetzt ganz, ganz schnell. Achtung, es gibt einen stehenden Start heute. Das heißt also sonst nichts weiter. Wir haben die Ampeln eingeblendet und dann geht es hier sofort los. Achtung, Ampeln sind an und los geht's. 2 Stunden, das Rennen ist freigegeben. Hinten kommt man ein bisschen schlecht vom Start weg. Da hat es leicht einen Respin gegeben, aber das sieht erstmal alles so ganz manierlich aus. Und jetzt fliegt das Feld auf die erste Kurve zu. Scheuerle vor Scheuerle, wenn ich das hier richtig sehe. Senkowski ist ein bisschen zurückgefallen und drängt sich da jetzt so ein bisschen rein. Und hinten gibt es eine Kollision und da geht alles schief. Da geht alles schief. Da kreiseln die Fahrzeuge ja nur so hin und her. Irgendeiner hat sich den Splitter abgefahren, der fliegt da gerade zur Seite und ein Scheuerle wurde noch umgedreht. Wir haben Johannes vor Tobias, dann Jan Senkowski und dahinter ging das ganze Drama los und da geht's weiter. Da dreht sich gerade einer raus, aber der löst nur eine kleine Bremsreaktion da hinten aus, ansonsten passiert da nicht allzu viel. Und da geht's, oh, jawohl, da fährt der Hückstedt den nächsten über den Haufen, den Robert Wurm und alles fliegt da auch noch ab. Also das ist mal nicht gerade ein Start, wie die VR sich den wünscht. Hat sich immer noch nicht so wirklich alles einsortiert. Wir sehen da Frommherz, der gerade 4, 5 Autos in einer Kurve überholt. Wir sehen einen heftig qualmenden Audi am Ende des Feldes von TRC, der sich da gerade reindreht. Und hier sind wir jetzt bei Michi Geisler, der gerade Daniele Bonaventura vor sich herjagt. Der ist mal vom letzten Startplatz auf die 12. Position nach vorne gekommen. Eieiei, was für ein Desaster da hinten. Für Timo Remiots ist das Rennen bereits vorbei. Der hatte vorhin noch Lenkradprobleme. Der hätte jetzt vielleicht sogar sagen, es wäre auch besser so. Habe ich wenigstens eine gute Ausrede dafür, dass ich jetzt nicht mehr dabei bin. So, schauen wir mal. Können wir hier was sehen? Michi Geisser? Nein, da können wir gar nichts sehen. Da kommt.
da kommt, glaube der Daniel Scheuerle ist das, der kommt da wie ein Wilder an auf der Innenbahn und ich glaube, der ist so ein bisschen das auslösende Moment da drin. Schauen wir mal. So, da vorne sehen wir das. Bremst sich jetzt hier rein, macht dann vorweit, schießt durch den ganzen Verkehr durch, dreht sich weg. Und ja, ich glaube, da haben wir den Auslöser für diese ganze Sache. Schauen wir mal gerade, ob wir noch eine bessere Kameraposition kriegen. Nehmen wir mal die hier. So, drängt sich da innen neben Marco Blech, schiebt da eigentlich alles. Da steht ein Auto mitten auf der Strecke rum und fährt nicht mehr weiter. So, da ist er dadurch, lehnt sich bei den Nächsten an und wir kennen ja hier die Crashphysik. Also das geht mal auf die Kappe von Daniel Scheuerle. Ups, dann nimmt er da noch den Hückstedt mit. Also das war hier mal das auslösende Moment, aber wieso ist da einer mitten auf der Strecke stehen geblieben? Schauen wir mal, ob wir den finden. Das ist das Fahrzeug, was sich da reinbremst. Gut, schauen wir mal, ob wir hier raus schlau werden. So, der kommt da angeschossen, ist viel zu spät auf der Bremse und zack, fährt da rein und irgendwie bleibt das Auto dann stehen. Wer war denn das? Müsste Phil Rose gewesen sein. Phil Rose scheint da. Ja, der war viel zu spät auf der Bremse, fliegt in das ganze Feld rein, aber wir wissen, dass die Energie dann immer auf das Fahrzeug abgelenkt wird, das reinfährt. Und so ist das auch hier. Bumm! Und da bleibt er mitten auf der Strecke stehen. Einer fährt ihn drauf, verliert dabei den Splitter und Rose kann weiterfahren. Und das war, ja, das war Thomas Link, der ihm reingefahren ist. Thomas Link hat dabei also den Splitter eingebüßt. Und er ist, glaube ich, schon runter vom Server vor lauter Frust. So, also Rose ist erstmal ganz hinten und ganz vorne ist Johannes Scheuerle. Schauen wir uns das mal an. Scheuerle vor Scheuerle, dann Senkowski. Also da ist jetzt für Senkowski nicht sonderlich gut gelaufen, dass am Start da Tobias vorbeigegangen ist. Jetzt wird er nämlich mit dem Fahrzeug kaum überholen können. Marco Sauber auf der vierten Position, Gewinner des Starts. Oder nee, nicht Gewinner des Starts, der stand ja schon da vorne. Dann sehen wir René Beitz, Senkowski und Marco Blech. Hier ein Paket bilden. Lars Novak ist da auch noch mit dran. Dann Abriss. Daniele Bonaventura auf der 9. Position. Das ist ja sensationell. Daniel Scheuerle ist 10. Dann Dominik Fingerhut. Also Daniel hat dabei gar nicht mal so viel verloren. Und Claudio Ferreira hat, glaube ich, seinen Splitter eingebüßt. Schauen wir mal. Ja, da fehlt vorne der Abtrieb. Wir sind ja jetzt hier zum ersten Mal bereits durch diese kritische Zone durch. Eingang Adenauer Forst. Tom Ritter, Robert Hühner, hier sind sie alle wie auf einer Perlenschnur. Michael Bojowitz, Andreas Gratz, Gil Ritter, Michi Geißler. Auch ohne Splitter unterwegs. Dann Robert Worm, der wurde da von Franz Hückstedt auf die Hörner genommen. Das ging ja dann da noch weiter. Dann der Franz Hückstedt, da war nochmal eine Kettenreaktion an Ausgangs der Mercedes Arena. Aber es war jetzt zu viel, um alles sich nochmal anzuschauen. Und dann also hier die Nachzügler. Also hier haben wir Dirk Gudorp, der ist der letzte Reguläre. Dann Roland Preston war an der Box, Phil Rose war an der Box und Andreas Frommherz. Irgendwie wird aber gerade der Roland Preston noch vor denen geführt. Das wird sich noch alles einsortieren. Dann der bedauernswerte Thomas Link. Ah, er ist doch noch dabei. Dann ist das sein Teamkollege Jan Frischkorn, der nicht dabei ist. Ne, Frischkorn ist nicht dabei. Der ist gar nicht mehr hier auf den Server gekommen. Kann sein, dass er das nicht mitgekriegt hat, dass das Rennen nochmal neu gestartet wird. Aber gut, es läuft jetzt. Und jetzt wird es also 2 Stunden hier gegen die Nordschleife gehen. Also, Scheuerle, dass der sich vorne absetzt. Johannes ist klar. Dann Tobias Scheuerle, Jan Senkowski, Zweierpaket. Und dann also der Abriss hier zu einer Gruppe mit 5 Fahrzeugen. Marco Saupe, René Beitz, Nies Senkowski, Marco Blech und Lars Novak. Und dann ist es eine Lücke schon von 15 Sekunden bis hin zu Daniele Bonaventura. Und der hält den ganzen nächsten Zug auf. Ob Novak im Auto da am Kämpfen. Aber denkst du jetzt, jetzt plötzlich Daniel Scheuerle hier? Ja, der hat sich da vorbeigearbeitet und da fliegt einer von Eagle Classics ab. Und das war Felix Krohn. Felix Krohn hat sich gerade seines Splitters entledigt, verliert den Platz an Franz Hückstedt. Das ist also hier diese nächste Gruppe dann. Und ich glaube, der Daniel Scheuerle hat auch ein paar Teile verloren.
Wollte aber jetzt nicht den Zeitverlust durch eine kurze Runde in Angriff nehmen, dass er gleich an die Box kommt, sondern fährt erstmal eine komplette Runde ohne Splitter. Was da jetzt Vor- oder Nachteil ist, oder was da jetzt besser wäre, schwer zu sagen. Jedenfalls ist Dominik Fingerhut direkt an ihm dran, dahinter Franz Hückstedt mit einem ordentlichen Quersteher. Aber spannend wird es sein, kann René Weitz diesen Abstand halten? Dann hat er nämlich eine reelle Chance, auf der Döttinger Höhe den weitwunden BMW da zu attackieren. Nicht den weitwunden, sondern den verwundbaren BMW. Wir wissen, dass der auf der Geraden nicht allzu schnell ist. Und der Audi, der geht eigentlich relativ gut. Der geht zwar nicht ganz so gut wie der Mercedes, aber er geht immerhin noch ordentlich. Also, Daniel Scheuerle, jetzt hoffen wir mal, dass der den nicht abschießt. Ne, geht alles gut. Und der nächste gleich hinterher durch den Dreck. Und der fliegt erstmal ab. Franz Hückstedt hält das Auto aber auf Kurs. Und jetzt also hier nach vorne zu René Beitz. Und der Marco Sauber, der beißt da auch noch. Der könnte auch noch gleich, wenn er den Nissenkowski, der könnte auch noch gleich am Marco Sauber vorbeigehen. Achtung, also Beitz, das wird kein Problem sein. Und jetzt, welchen Windschatten nimmt er sich? Er nimmt sich den richtigen, denn der andere, der reißt ja tendenziell eher ab. Aber Senkowski gegen Marco Sauber reicht das nicht. Selbst im Windschatten keine 280 km/h mit dem Z4. Während wir hier jetzt 280 ohne Windschatten auf dem Tacho haben. Selbst der Porsche geht da richtig gut mit 286. Aber wie gesagt, das hängt auch so ein bisschen immer von den Flügelstellungen ab. Wir kommen also jetzt aus der ersten Runde zurück. Wir sehen oben die Abstände. Tobias Scheuerle ist sehr stark, hat Jan Senkowski 2,5 Sekunden abgenommen. So, das ist diese tolle Boxenkamera, die uns nichts von der Strecke zeigt. Also Jan Senkowski, wir sehen das hier, der hat an Boden verloren. Das muss aber gerade erst in der letzten Kurve passiert sein. Hier also René Beitz jetzt auf die vierte Position gegangen. So, schauen wir da nochmal. Ach nee, ach, das hat ja alles auf der Geraden verloren. Ja, unglaublich. Wahnsinn. Da auf der Geraden alles an Boden verloren geht. Oh, was ist mit Andreas Gratz los? Der fällt gerade ein paar Positionen zurück. Daniel Scheuerle an die Box. Auch Felix Krohn kommt rein. Und da hinten noch einer von NeedRacing.com 3. So, Gratz fährt wieder. Da war es richtig lustig zur Sache auf der Töttinger Höhe, da sehen wir das noch. Da sind einige Fahrzeuge ohne Splitter unterwegs, das ist übrigens kein Vorteil, sondern da wird die Aerodynamik durch das Auto eher gestört, sprich man wird langsamer und da ging es richtig zur Sache. Einer hat da sogar schon gebremst. Oh, und Gil Ritter da hinten, ein Riesenabflug. Ein mordsmäßiges Ding. Und jetzt schauen wir mal auf Gratz. Und der fährt da frontal rein. Kabumm, aber hinter dem Robert Hühner hinterher. Aber er scheint Glück gehabt zu haben. Das Auto hat das wohl verkraftet. So, jetzt schauen wir mal. Da kommen noch weitere. Daniel Scheuerle. Jetzt wo ist Gil Ritter? Der ist gerade auf der 21. Position. Der steht an der Box. Das wundert mich jetzt aber auch nicht nach dem Abgang dort. Schauen wir mal, oh, da ist plötzlich der Mercedes vor ihm und dadurch legt er dann hier diesen Abgang hin. Hat sich mal ein Audi von der Audi Race Experience auf so eine ähnliche Art und Weise mal richtig abgedreht an dieser Stelle und das ist richtig übel schnell. Wir haben das ja gesehen, 280 in etwa. So, da kommen jetzt die Nachzügler, Phil Rose. Wir schauen mal wieder nach vorne. Johannes Scheuerle baut den Vorsprung aus. Jan Senkowski versucht sich da wieder ranzufahren. René Beitz setzt sich ein bisschen von Marco Sauper ab. Und auch Lars Novak droht ein bisschen aus dieser Gruppe da rauszufallen. Und Aventura, Dominik Fingerhut. Die beiden in den Top 10. Also das ist ja unglaublich. Dann Franz Hückstedt, Tom Ritter auf der 12. Robert Hühner. Hier geht es dann ein bisschen enger zur Sache. Da haben wir Michael Bojowitz, Robert Worm und Andreas Gratz. Aber das ist jetzt schon hier dieses typische Nordschleifen-Phänomen, dass eigentlich hier fast jeder schon für sich fährt. Daniel Scheuerle. Über 17. wieder aus der Box raus. Der beste von den Fahrern mit einem Boxenstopp. Dann Dirk Gudorf hinter ihm. Claudio Ferreira. Der so, und alle, die wir jetzt haben, waren auch schon an der Box. Also Ferreira,
Michi Geisser, Felix Krohn, Phil Rose, Gil Ritter, dann Andreas Brommerz und Thomas Link, der kommt gerade mal aus der ersten Runde zurück. So lange hat die Runde inklusive Boxenstopp gedauert und irgendwer kommt da rein, das ist Roland Preston. Das wundert mich gerade, der wird mir nämlich überhaupt nicht auf meinem Zeitenmonitor angezeigt, der Roland Preston. Der ist eigentlich hier überhaupt nicht mehr vorhanden. Das dürfte damit zusammenhängen, dass der Timo Remiots bereits vom Server runter ist. Das ist vielleicht darauf zurückzuführen. Also Nils Jankowski, der hält hier richtig gut mit seinem Teamleader Marco Saupe mit. Uli Landgraf heute nicht dabei. Das heißt also, Nils Jankowski ist voll punkteberechtigt für dieses Team. Und Achtung, Robert Worm bearbeitet hier Michi Bojowitz. Aber hier ist es sehr, sehr schwer. Er hat das Fahrzeug nochmal verzogen und jetzt hat er ihn eigentlich erst wieder unter Kontrolle. Die Nordschleife hat da wirklich ihre eigenen Gesetze. Das ist wirklich richtig schwer, auch für Profis hier, das Fahrzeug ohne große Fehler über die Distanz zu bringen von 2 Stunden. Und jeder kleinere Fehler, der auf anderen Strecken ja eigentlich zu gar nichts führt, da hat man eine asphaltierte Auslaufzone, auf der man weiterfährt, landet hier sofort in der Leitplanke. Ja, und ich hätte das Gefühl, nicht so ist das der Marco Saupe. Hier den Nils Jankowski und auch den Marco Blech ein bisschen auffällt. Und das ist jetzt ein kleines Problem hier für Nils Jankowski, wenn der Marco Blech da so nah dran ist auf der Geraden, dann kann er ihm sehr gefährlich werden. Lars Novak hingegen kann das Tempo hier nicht mitgehen. Ach, auch eine leicht unorthodoxe Linie da, aber er hat das Fahrzeug auf der Strecke. Das Wichtigste ist allerdings, dass man hier ohne Fehler durchkommt. Und das ist auf dieser Variante der Nordschleife wesentlich schwerer, als das bei Sinbin der Fall ist, auf der Sinbin-Schleife, weil die einfach viel weniger buckelig ist. Und Dirk Gudorf, der muss gerade mal gestanden haben, der hat nämlich mehrere Plätze verloren. Und gleichzeitig ist auch Dominik Fingerhut an Daniele Bonaventura vorbei. Die beiden haben also jetzt die Plätze getauscht. Also Fingerhut fährt hier wirklich ein ganz, ganz starkes Rennen im Moment. Hat natürlich sehr davon profitiert, dass da so viele rausgefallen sind. Aber das ist jetzt auch erstmal, das muss man ihm erstmal nachmachen. Jetzt schauen wir mal, was hier los war. Dirk Gudorf. Frontaleinschlag. Viel zu spät auf der Bremse. Blockieren beide Räder und kabumm. Glück, dass da der Splitter nicht weggeflogen ist. Der scheint da noch dran zu sein. Oder war er vorher schon weg? Und da so sind die beiden also vorbeigekommen. Und hier das Überholmanöver. Ausgangs des Karussells. Bonaventura ist da rausgefallen. Und da ist natürlich nichts zu machen dann. Ja, das sind die Live-Bilder jetzt wieder. Wir sehen, dass Fingerhut sich auch da absetzen konnte. Das heißt also, da wird es wohl keinen Konter geben. Und hier geht es jetzt in die nächste Runde. René Beitz muss die Luft jetzt beiseite schaufeln, versucht da ein paar Spielchen. Aber der Z4, wir wissen, dass da nicht so sonderlich viel geht, aus dem Windschatten heraus. Aber auch Marco Blech ist zu weit weg, um Nils Jankowski jetzt hier zu ärgern. Heuerle im Renntrim 805116. Allerdings jetzt schon 10 Sekunden weg von dem nächsten Verfolger.
Tobias Scheuerle und Jan Senkowski in dieser Runde fast gleich mit 8-12er Zeiten. Sehr quer gerade der Marco Blechter gewesen am Ausgang. So, jetzt geht es nochmal in einen Teil, wo man überholen kann. Ansonsten herrscht wieder Überholverbot bis zum nächsten Mal Döttinger Höhe. Wie man hier vielleicht schon gemerkt hat, wir haben mehrere Kamera-Cycles auf dieser Strecke hier. Also die Kameras filmen dieselbe Kurve teilweise aus verschiedenen Perspektiven, je nach Runde. Ja, hier natürlich der Z4 im Vorteil im Bereich der Mercedes Arena und Conti-Spange. Jetzt wird die Strecke wieder etwas weitläufiger, da wird dann auch der Audi sich wieder ein bisschen absetzen können. Aber er kommt erstmal nicht weg, das lässt sich mal festhalten und jetzt geht Franz Hückstedt hier fliegen. So, der hängt da in der Wand. Und er muss jetzt relativ schnell das Fahrzeug wieder in Bewegung kriegen, weil sonst überhitzt ihn der Motor. Gerade wenn er jetzt hier so hoch dreht, wie er es gerade tut. Wir sehen, dass ein Reifen Grip auf dem Körper hat und er hängt wirklich komplett fest. Er kann zurzeit nur rückwärts fahren. Ah, wie ist er denn da hingekommen? Er war völlig für sich alleine unterwegs und hat dann wahrscheinlich schlicht und einfach den Bremspunkt verpasst. Das war schon mal nicht so optimal. Ja, und dann war er einfach zu spät auf der Bremse. Und dann slidet er eigentlich, schlägt nur relativ geringfügig ein, aber sein Pech, dadurch kommt er nicht mehr raus. So, wie hat er das jetzt geschafft? Au! Das war aber jetzt gefährlich und der Mercedes ist jetzt, glaube ich, Kernschrott. So, den können wir, glaube ich, jetzt auf den Schrottplatz tun. Was macht er denn da? Mein Gott! Und jetzt fährt er auch noch den Ferreira gleich über den Haufen. Ja, Junge, 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 Junge. Das war Michael Geister, der da ankam. Und was ist denn hier los? Der kriegt das Auto ja überhaupt nicht mehr unter Kontrolle. Gib doch mal weniger Gas. Ei, 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 das ist ja nicht wahr. Ach du meine Güte. Da ein Problem mit dem Lenkrad? Oder ist da ein Reifenplatz? Das gibt's ja gar nicht. Der kommt ja... So. Jetzt nach ungefähr einem Dutzend Pirouetten geht's wieder weiter. Claudio Ferreira sucht erstmal die Box auf. Michael Geisler fährt weiter. Der hat diesen Ritt da überstanden. So sah das aus seiner Perspektive aus. So, was fährt das Ding noch? Das fährt jetzt noch 290. Naja, immerhin. Nicht schlecht dafür, dass der schon mal so kaputt, war. Und dann kreiselt da plötzlich der Audi und er entscheidet sich hier rüber zu fliegen und dann geht es rums hier rein. Aber das ist, ja, das sah wilder aus, als es dann eigentlich gewesen ist von außen. Aber jetzt ist er raus. Jetzt ist er komplett abgeflogen. Das allerdings war jetzt direkt danach, nachdem wir da live runtergegangen sind, um uns die Wiederholung anzugucken. So, dann schauen wir mal, was er denn da jetzt angestellt hat. Der ist ja immerhin noch bis zur Nordschleife gekommen. Ach, nee, ist er gar nicht, sondern er hat es ausgangs der Conti-Spange weggeworfen und das wohl auch ohne, dass ihn da jemand bei unterstützt hätte. Ja. Keine Traktionskontrolle in diesen Fahrzeugen und dann geht das ganz schnell. So, diese Gruppe bleibt beisammen. Also René Beitz hat den Platz zwar gut gemacht, kann jetzt aber nicht wegfahren. Jetzt kommt natürlich ins Spiel bei diesem Rennen die unterschiedlichen Spritverbräuche. Dadurch, dass das jetzt deutlich länger geht, sind die Unterschiede beim Boxenstopp jetzt größer. Und der BMW frisst weniger Reifen. Das macht sich jetzt hier allerdings bei dieser Konstellation nicht so sehr bemerkbar, als dass die ja hinten festhängen. Übrigens, wo wir gerade hier Marco Blech sehen, wir vermissen auch den Florian Baschkowski. Der stand ja auf der Nennliste drauf, also überhaupt nur 26 Fahrer, 27, die das Rennen hier aufgenommen haben. Mittlerweile ist auch Roland Preston auf dem Zeitenmonitor wieder aufgetaucht. Sind jetzt noch 23 im Rennen, wenn ich das hier richtig sehe.
Faktor Niesienkowski. Könnten wir durchaus vorstellen, dass der jetzt mal über Teampunkt anmeldet, dass er vielleicht mal ganz gerne sich da an Rennie Weitz versuchen würde? Jetzt am Ende ein Wiesesberg-Kaufstücks hat der Audi natürlich wieder ein paar mehr Meter Vorsprung, weil dem BMW Z4 die Leistung fehlt, um die einzelnen Kurven wieder zu fahren. Aber da kommt jetzt gleich ein sehr kurviger Sektor, der dem BMW entgegenkommt. Von der hohen 8 bis hin zum Streckenabschnitt, bis hin zur Döttinger Höhe dann eigentlich. Das war eigentlich der Abschnitt, da hätte Marco Sauper in der ersten Runde den Vorsprung rausfahren müssen. Das ist ihm aber nicht gelungen und deshalb konnte René Beitz sich diese Position dann auf der Döttinger Höhe holen. Auch weiter hinten wird gekämpft, da sehen wir hier, da sind jetzt die Plätze 11, 12 und 13. Michael Bojowitz, Tom Ritter, Robert Wurm und Robert Hühner. So, und Herr Robert Wurm hat einen Dampfer mal jetzt hier unterm Hintern, aber wir sehen das. Überholen geht hier nicht. Außer der Gegner macht so einen Fehler, dann geht es schon. Tom Ritter einmal rausgerutscht, hat jetzt allerdings wieder Asphalt unterm Hintern, aber hat so einen Schock bekommen, dass er dem erstmal sagt, komm, fahrt erstmal alle vorbei, damit ich hier in Ruhe mein Rennen fahren kann. So, Daniel Scheuerler auf der 16. Position, der Beste mit Boxenstopp. Jetzt Andreas Gratz vor sich. Der lässt ihn passieren, also so geht es dann natürlich auch. Ja, und was wir hier wieder sehen, typisch R-Faktor, sobald das Rad auch nur mal ganz kurz steht, fällt es sofort wie verrückt. Und was ist hier bei Marco Sauke los? Plötzlich wird der René Weitz da vorne immer kleiner und das jetzt eigentlich durch den Sektor hindurch, wo der BMW so stark ist. Oder haben die so viel Flügel rausgenommen, dass der BMW da jetzt sogar schwach ist und auf der Geraden trotzdem nicht richtig geht? Das ist doch, glaube ich, jetzt nicht so, wie die RM-Piloten sich das vorgestellt haben. Denn jetzt ist das Problem natürlich auch, dass der Windschatten bei Weitem nicht mehr so ausgeprägt ist für Marco Sauke, wie er sein soll. Und damit könnte Marco Blech zur Gefahr werden, aber der ist im Moment so weit weg, dass das nichts wird. Ja, dann werden wir jetzt mal schauen, ob es da vorne zu einem Platztausch zwischen den beiden BMW-Piloten kommt. So, Niesienkowski geht aus dem Windschatten raus und setzt sich jetzt erstmal vor. Also, in der Tat, sie tauschen die Positionen. Frage ist jetzt, kann Niesienkowski diese Lücke da zu René Beitz wieder schließen, die sich da jetzt aufgetan hat? Lars Novak, oh, der muss einen Dreher gehabt haben oder irgendwas ähnliches. Der ist jetzt so weit zurückgefallen. Das kann eigentlich nicht normal zustande gekommen sein. Aber er braucht nicht an die Box zu kommen. Ja, Boxenstopp, Sie erwarten also ein Stundenstint. Also ein Boxenstopp und das Ganze ist durch. Dafür wird dieser Boxenstopp hier deutlich länger dauern, als wir das normalerweise sehen. Weil das ja hier, weil hier viel mehr jetzt nachgetankt werden muss. Normalerweise schafft man sogar diese Rennen mit einer Tankfüllung durchzufahren. Hier allerdings muss richtig nachgefüllt werden. Und das erfolgt getrennt vom Reifenwechsel. Wir gehen mal zurück auf die Döttinger Höhe. Da geht nämlich eventuell noch was. Daniel Scheuerle fährt bereits an Robert Hühner heran, aber es reicht in diesem Umlauf nicht, aber er hat ja noch die Grand Prix-Strecke, wo er überholen könnte. Vom Ritter an die Graz, ja dann geht es schon weit zurück. Oh, von Zückstedt. Also, was ich sag, also seit dieser Aktion da läuft bei ihm nicht mehr so sonderlich viel zusammen. Also der Nächste, der jetzt eine Position gut macht, ist Daniel Scheuerle. Der nimmt jetzt Robert Hühner ins Visier.
war 15 Sekunden schneller diese Runde. Das wird jetzt wahrscheinlich schon passieren. Kann deutlich später bremsen und schnappt sich die Position, wenn er die Kurve kriegt. Boah, die kriegt er aber auch nur mit Mühe. Und Hühner, na, so leicht lässt er sich jetzt nicht abservieren. Aber auf Dauer wird sich da Daniel Scheuerle durchsetzen. Das ist jetzt der Fall. Der nächste ist Robert Worm, da wird er wahrscheinlich auf weniger Widerstand stoßen. Der ist ja auch ein E-Racing-Pilot. Wir schauen nochmal weiter nach hinten. Andreas Frommerz und Gil Ritter waren beide schon an der Box. Und die liefern sich jetzt hier einen herzlichen Zweikampf. Da steht jetzt auch gleich die lange Gerade bevor. Und oh, Gil Ritter spielt hier den ganz dicken Trick, oder? Nee, da hat er jetzt zu viel verloren. Ja, komm jetzt, jetzt bedank dich mal nicht zu früh, weil eventuell schlägt das Pendel gleich zurück. Aber ich glaube, Gil Ritter hat zu viel verloren. Da müsste er eigentlich dichter dran sein, damit der Plan aufgeht. Nee, also das haut nicht hin. Den Platz kriegt er nicht zurück. Da hat er jetzt nämlich viel zu viel am Boden verloren. Vielleicht war es auch einfach ein freundliches Vorbeiwinken. Im Übrigen ist es jetzt schon passiert. Daniel Scheuerle ist vorbei an Robert Worm. So, und Marco Sauper hat den nächsten im Nacken, Marco Blech. Oh, Blech hat den Einlenkpunkt verfehlt und fliegt jetzt ab. Achtung, das gibt einen Einschlag. Oh, das hat er gut gemacht, hat das Auto noch quergestellt, dass er nicht mit dem Splitter voran einschlägt. In der Realität wird das Rennen natürlich vorbei, aber hier gibt es keine Querlenker, die simuliert werden. Jetzt ist einfach nur die Aufhängung gelb bei ihm, aber er kann weiterfahren. Da hat er einfach viel zu spät eingelenkt und dann ist ihm da natürlich sofort die Straße ausgegangen. Und wenn du da zu schnell bist, da hilft einem gar nichts mehr. Zurück in diese Gruppe hier. Robert Worm kriegt gleich den nächsten als Besuch. Das ist dann Robert Hühner. Gil Ritter ist mal wieder an der Box. Jetzt wissen wir auch, warum der vorhin so Platz gemacht hat. Das ist jetzt schon sein zweiter Boxenstopp. Oh, Robert Worm. Ah, verliert das Auto. Aber Hühner kommt innen durch. War da zu spät auf der Bremse. Hat fast noch gekriegt, aber dann kam doch das Gras. So, jetzt geht's weiter. Muss aber noch die beiden Ferraris vorbeilassen. Und fällt bis auf die 16. Position zurück. Daniel Scheuerles Vorwärtsmarsch geht weiter. Jetzt ist er an Bojowitz dran. Davor ist es dann erstmal eine Lücke von 21 Sekunden bis Dabona. Bojowitz, wird er sich jetzt erwehren? Die letzte Runde war ja 13 Sekunden langsamer. Viel Sinn würde das nicht machen. Er wird jetzt wahrscheinlich einfach die Ideallinie durchfahren. Jetzt passiert's. Ja, jetzt lässt er ihn auch fahren. Wahrscheinlich das Beste, was er jetzt in der Situation machen konnte. Er wird ihn niemals das gesamte Rennen noch hinter sich halten können. Damit ist das erste Viertel der Renndistanz auch rum. War eine sehr ereignisreiche halbe Auftaktstunde. Franz Hückstedt hat das Rennen jetzt beendet, ist raus. Wir haben schon einige Ausfälle gesehen. Viele unplanmäßige Boxenstopps und Hückstedt, die Saison endet mit einem Knall. Auch da gab es einen Gegenpendler. Er ist da auf dem. Ja, da hat ihn der Curb ausgehebelt. Gut, das Auto braucht er eh nicht mehr. Die Saison ist vorbei. Damit haben wir jetzt noch 20 Mann im Rennen, außer der Roland Preston. Der steht nur an der Box. Gut, dann sind es noch 21, die fahren. Robert Worm will verlorenen Boden wieder gut machen. Gegen Andreas Gatz funktioniert das auch ganz gut, weil der mitspielt. Lässt ihn da passieren. Wir sehen das hier ungewöhnlich oft, dass Fahrer vorbeigelassen werden. Ganz einfach, weil hier halt die große Herausforderung ist, selbst den Kampf gegen die Strecke zu bewältigen.
Und wenn da einer so viel schneller ist auf eine Runde, dann ist das auch logisch. Die letzte Runde, da war Robert Wurm. Oh ja, da war er auch nur 4 Sekunden schneller, also war nicht mal so viel. So, Tom Ritter, guckt ja da angeflogen. Also es ist unglaublich, was der Mercedes für einen Straight Line Speed hat. Wobei man jetzt sagen muss, der Tom Ritter, der war da auch gerade irgendwo jenseits von Gut und Böse. Gucken wir mal, ob er da auch schnell vorbeikommt. Oder ob der Tom Ritter seine Linie durchzieht. Ne, der fährt erstmal weiter. Da heißt es dann warten. Da gibt es keine andere Möglichkeit. Oh, jetzt dreht sich Ritter und wird voll von Gatz getroffen. Und es gibt Ferrari-Salat. Ganz gefährlich mit dieser Physik hier, diese überhöhten Kurven, wie das Caracciola-Karussell, und Andy Gratz konnte gar nichts machen. Und plötzlich Marco Blech in Nöten. Marco Blech hat ein Riesenproblem, hat plötzlich 20 Sekunden Rückstand auf dieses Paket hier. Und ist bei Lars Novak gelandet. Was hat der denn gemacht? Scheint den Splitter verloren zu haben. Novak wird jetzt auf der Döttinger Höhe vorbeigehen. Das brauchen wir uns nicht mal ansehen, weil das so ganz glasklar ist. Was hat denn der Marco Blech auf dieser Runde angestellt? Er wird wahrscheinlich sogar in die Box kommen müssen, weil das sieht mir so aus. Da war nämlich der Lars Novak noch ganz weit weg, dass er den Splitter verloren hat. War es etwa auch der Adenauer Forst, als wir gerade mal auf einer anderen Kampfgruppe waren? Ja, da müssen wir jetzt richtig zurückgehen. Das ist sehr, sehr schade. Er hat nämlich einen ganz tollen Auftakt, den hier gefahren. Da war was. Aber da war er auch schon weit zurückgefallen. Das ist nur nochmal ein Folgeaufprall, weil da der Splitter schon weg gewesen ist. Da hat er keinen Anpressdruck mehr gehabt. Eieiei, Marco Blech. Das darf ja nicht wahr sein. So, jetzt kommen wir gleich an diese Stelle. Oh ja, da ist es wohl gewesen. Ja, und der hat das dann über die gesamte Runde hinweg verloren. Jetzt schauen wir nochmal. Auch gerade als wir da weggeschaltet haben. Ach nee, Moment, wir hatten das gesehen, ja. Wir hatten das gesehen, aber da ist. Oh, da ist mehr passiert. Da ist mehr passiert. Dirk Gudorf mittlerweile, nächster Ausfall. Auch Claudio Ferreira hat zwischenzeitlich das Fahrzeug abgestellt. Und jetzt mal da Marco Blech in der Box steht, wird Daniele Bonaventura der beste Porsche-Pilot sein. Also klar, wir hatten das gesehen von Marco Blech, das stimmt. Aber es sah eigentlich erstmal nicht so aus, als hätte das irgendwelche großen Auswirkungen. Aber die waren wohl doch umso größer. Naja, und Lars Novak hat damit also jetzt die 7. Position bekommen. Hat sich zwischenzeitlich seiner Heckschürze entledigt. Hat jetzt aber bereits 20 Sekunden Rückstand auf das Paket davor. Und das hat sich auch mächtig auseinandergezogen. Rundenzeiten René Beitz 18.1, Niesenkowski 18.9 und Saupe 20.4. Novak eine 31.7. Da muss man mal schauen, ob jetzt von hinten Dominik Fingerhut rankommt. Der hatte nämlich eine 28.6. Momentan 21,8 Sekunden der Abstand dort. Kommt jetzt darauf an, ob das bei Novak ein einmaliger Dreher war oder ob der jetzt ein größeres Problem hat, was ihn beständig verlangsamt. Also es muss ein gröberer Einschlag da gewesen sein, sonst würde dem die Heckschürze nicht fehlen. Das war es, weil wir beim letzten Mal vorbeigeguckt haben, nämlich noch nicht der Fall. So, und die nächsten an der Box, Andreas Gratz und Tom Ritter, die beiden Unglücksraben aus dem Karussell. Jetzt schauen wir auch nochmal da drauf. Wir haben die Zeit, weil wir jetzt gar kein Duell mehr auf der Strecke haben. Jetzt hat sich das ganze Feld also so auseinandergezogen, dass es keinen unmittelbaren Zweikampf mehr gibt. Übrigens Tobias Scheuerle und Jan Senkowski in der letzten Runde bis auf wenige tausendstel Sekunden dieselbe Zeit gefahren. 1.12.093 für Scheuerle und 8.12.028 für Beitz.
Und dann also mal zu diesen mediterranen Aufeinandertreffen hier. So, da geht urplötzlich das Heck weg. Er kommt da so ein bisschen unten auf die... Er kommt unten dort auf diesen Teil, der nicht mehr überhöht ist. Da berührt er mal ganz kurz diesen Abweiser und dann dreht es ihn sofort raus und da kannst du nichts mehr machen. So, Gratz ist wieder raus. Tom Ritter, auch den haben sie nicht repariert. Oder ist das jetzt so, dass die Frontschürze optisch das ganze Rennen fehlen wird, dass das Auto aber wieder intakt ist? Ja, scheint der Fall zu sein. Der Abstand wird jetzt gerade nicht signifikant größer. So, zwei Ausfälle. Robert Hühner, Michi Bojowitz. Oh, was da passiert? Das muss einen Zusammenhang haben. Die waren direkt hintereinander. Michael Bojowitz dreht sich. Oh doch, nein! Geht auf die Strecke rückwärts zurück. Der Todesfehler, den man überhaupt nicht machen darf im Sim Racing oder überhaupt im Racing. Was hat er sich denn dabei gedacht? Da dreht sich das Auto unspektakulär weg. Er knallt den Rückwärtsgang rein und fährt ohne Rücksicht auf Verluste auf die Strecke. Ah, das gibt's ja nicht. Also wieder zwei Autos eliminiert. Auf eine ganz blöde Art und Weise. Das muss er sich jetzt aber ganz klar selber ankreiden. Das ist ein kapitaler Fehler, den man überhaupt nicht machen darf. Marco Blech mit repariertem Auto. Hinter dem seit längerer Zeit reparierten Daniel Scheuerle. Das heißt also, die Reifen sprechen jetzt für Blech. Johannes Scheuerle hat übrigens an der Spitze mittlerweile einen Vorsprung von 24 Sekunden und das auf Jan Senkowski, weil Tobias Scheuerle ist plötzlich nur noch Dritter. Tobias Scheuerle ist nur mehr Dritter und verliert beständig an Boden. Hat den etwa auch im Adenauer Forst zerlegt? Nein, der hatte hier seinen Dreher in Wehrseifen. Ah, jetzt verliert er auch wieder nicht beständig. Dann war es einfach nur mal so eine Stelle, wo sich das beständig verändert. Und er ist einfach ein bisschen zu schnell reingefahren. Und er macht's richtig. Er haut den Rückwärtsgang rein und gibt sofort die Ideallinie frei. Damit nicht Scheuerle da reinfährt und dann beide ohne Splitter dastehen. Das ist er sehr gut gemacht. Mit sehr viel Umsicht. Aber er verliert trotzdem. Doch, jetzt verliert er wieder enorm. Also es sah jetzt nicht so aus, als wäre das Auto kaputt. Es war einfach nur ein simpler Dreher, aber er hat jetzt seit dem Dreher, oder seit wir das registriert haben, in der kurzen Zeit 1,5 Sekunden verloren. Gut, das könnte damit zusammenhängen, dass das ja der Sektor ist, der dem BMW schmeckt. Dass er das dann alles auf der Döttinger Höhe wieder reinfährt. Damit also Jan Senkowski auf der zweiten Position. Aber Johannes Scheuerle, nach einem Drittel des Rennens ist er ganz klar dabei, diese VR-Premiere hier zu bewerkstelligen. 10 Siege aus 10 Rennen, das hat noch keiner geschafft. Keinem ist es jemals in der VR gelungen, alle Rennen einer Saison zu gewinnen. Zumindest mal einer Saison, die jetzt nicht nur aus 3 Rennen bestand, sondern die mal mehr als 5 Rennen hatte. Johannes Scheuerle ist also auf dem Weg, hier vielleicht einen Rekord für die Ewigkeit einzufahren. Das letzte Mal, dass er überhaupt auf der Strecke geschlagen worden ist, das war vor fast genau einem Jahr. Also morgen wird das ein Jahr her sein. Da hat hier Moritz Kranz gewonnen und Scheuerle wurde Zweiter. So, hallo Roland Preston. Der steht jede Runde an der Box. Das ist jetzt sein 4. Boxenstopp in 4 Runden. Wir schauen mal gerade nach, wie es aussieht mit der History. Also es gab dann noch ein Rennen, da war Johannes Scheuerle nicht da. Das war damals im Barber Motorsports Park. Und seitdem hat er alle Rennen in der GT Challenge gewonnen.
Also das wäre das 16. Rennen in Folge, dass er zu dieser Meisterschaft hier gewinnt, saisonübergreifend. Auch das wäre dann vermutlich ein Rekord für die Ewigkeit. Fast hätte Sascha Glatter diesen Lauf durchbrochen in Mosport, im Canadian Tire Motorsports Park. Aber dann hat er sich durch einen eigenen Fehler verabschiedet. Und man kann natürlich kein Rennen gewinnen, wenn man es nicht beendet. So, Marco Blech hat das Pech, dass er jetzt hinter einem Mercedes festhängt. Der Porsche zwar nicht allzu schlecht geradeaus, aber so stark wie der Mercedes dann eben doch nicht. Allerdings hat jetzt der von Daniel Scheuer doch schon mächtig gelitten. Frage ist, reißt der Motor das jetzt doch noch raus? Ja, sieht fast so aus, zumal er sich doch noch mal ein paar Meter Ausgangsgalgenkopf absetzen konnte, die dem Marco Blech jetzt fehlen. Schauen wir mal, 270, oh ja, das ist ein Unterschied. Unglaublich, wie die Fahrzeuge hier durchgerüttelt werden von den Bodenwellen. Ja, 285 zu 277, das ist mal eben 8 km/h Unterschied. Lars Novak Box. Hat er etwa eine Zwei-Stopp-Strategie? Weil eigentlich gab es keinen Grund, ihn jetzt reinzurufen, wenn er nicht auf dieser Runde irgendwie gecrasht ist. Das wäre jetzt der normale Zeitpunkt für einen Boxenstopp in einem normalen 80-Minuten-Rennen. Ich hoffe mal, der hat auf dem Schirm, dass das heute 2 Stunden geht. Oder aber er versucht halt eine Zwei-Stopp-Strategie. Wobei einen kompletten Boxenstopp rauszufahren hier wirklich sehr, sehr schwierig ist. Aber der steht auch so lange, denn da wird mehr gemacht. Wir lassen die Standzeit da mal mitlaufen, schauen mal weiter durch. Das ist Robert Worm auf der 12. Position. Wäre der Nächste, der ihn holt, aber jetzt ist er fertig nach 54 Sekunden. Das ist dann selbst für einen Nordschleifenboxenstopp zu viel, also da wurde einiges repariert. Da ist wohl mehr passiert, aber er kommt immer noch auf Rang 11 liegend wieder raus. So, und Andreas Frommerz, dem wird es hier gar nicht langweilig. Der hat jetzt nämlich die beiden Ferrari-Crash-Piloten vor sich. Die da gerade mal ein bisschen Frontal-Crash geübt haben. Und der ist auch deutlich schneller als die beiden. Und was ist da mit Andreas Gratz los? Oh, was ist da los? Der ist sehr, sehr langsam unterwegs. Da ist schon wieder was kaputt. Nee, sieht eigentlich nicht so aus. Da hat er die einfach nur vorbeigelassen. Wir haben es ja vorhin schon mal gesehen, dass er auf die Seite gefahren ist. Also, diese Frontschürze da, die müssen wir uns jetzt mal randenken. Ist da wieder dran gebaut worden, wird aber optisch von R-Faktor nicht angezeigt. Und zum selben Zeitpunkt Marco Blech mit einem Versuch, aber da ist jetzt erstmal Überholverbotszone. So, Ferrari gegen Audi ist ein sehr offenes Duell. Jetzt wird da ein bisschen rangesogen, aber das wird nicht ausreichen. Der ist nämlich im Windschatten gerade mal so schnell wie der Ferrari da vorne ohne Windschatten. Oh, leichter Verbremser, aber Tom Ritter kriegt die Kurve. Vom Merz rutscht beim Beschleunigen wieder leicht weg. Wo ist Andi Gratzer? Da kommt er. Der Ausfallliste: Robert Hühner, Michael Bojowitz, Dirk Gudor, Franz Hückstedt, Claudio Ferreira, Michael Geisler, Phil Rose, Timo Remi Orts. Gratz an der Box. Da ist also doch noch mal mehr schief gelaufen. Also habe ich doch nicht so ganz falsch gesehen, dass der doch noch irgendwie langsam unterwegs war, was auch immer das da war. Er ist jetzt drin. So, Blech macht weiter Druck, nur wenn der Gegner nicht will, dass man auf der Nordschleife überholt, dann überholt man den auch nicht. Und wenn der Gegner einen Mercedes fährt, dann hat man ein Riesenproblem.
Weil dann kann man ihn nicht mal auf der Döttinger Höhe überholen. Und dann wird es natürlich richtig schwierig. Noch ist jetzt nicht die Phase, wo man jetzt auf ganz großes Risiko gehen soll und ein unmögliches Manöver versuchen sollte. Noch kann man das auch ein bisschen über die Strategie irgendwie versuchen. In der Realität ist der Porsche ja ein sehr spritsparendes Fahrzeug und Tankrestriktoren gibt es hier nicht. Ja, da blieb nichts anderes übrig, als auf die Bremse zu gehen, weil da passt einfach nur ein GT3 rüber. Über die Brücke bei Breitscheid. Bei dem Andreas von Merz geht es jetzt hier genauso, der ist nämlich auch auf dem Grand Prix-Kurs nicht vorbeigekommen. Ja, und das ist eine richtige Hatz jetzt durch die grüne Hülle. Da wird richtig Druck aufgebaut seitens Marco Blech. Er hat einen Reifenvorteil. Das Problem ist nur, wo soll er überholen? Tom Merz ist übrigens wieder über eine Sekunde hinter Tom Ritter zurückgefallen, also so groß ist sein Überschuss dann doch nicht, auch wenn er in der letzten Runde 17 Sekunden schneller war. Wobei da glaube ich ja der Tom Ritter, ja genau, der kam dann noch aus der Boxengasse raus, das kann man also gar nicht als Anhaltspunkt nehmen. Johannes Scheuerle fährt da vorne immer noch 8,09, das ist immer noch schneller als die schnellste Runde jedes einzelnen Fahrers dahinter. Denkowski und Tobias Scheuerle schon wieder fast gleich, nur durch eine Zehntel getrennt. Am Ende der nächsten Runde könnte es dann bereits zum Boxenstopp kommen. So, jetzt darf Marco Blech das Heck nicht verlieren. Jetzt zählt es. Jetzt muss er dran sein, damit er vielleicht nicht attackieren kann, aber damit er zumindest dran bleibt über die Gerade, um dann vielleicht auf dem Grand Prix-Kurs was zu versuchen. Und das sieht diesmal wesentlich besser aus als letzte Runde. Da ist er fast optimal platziert. Aber wieder nimmt er etwas weniger Schwung da durch die Galgenkopfkurve mit. Wieder hat ihn dieser kleine Kuppe da mehr ausgehebelt als den Mercedes, der da einfach satter liegt. Und jetzt kann der natürlich erstmal wieder ein paar Meter machen. Allerdings sehen wir, er hat jetzt hier schon 280 drauf. Das ist dichter dran als beim letzten Mal. Nur dummerweise ist das immer noch nicht genug, um dem auch nur zu folgen. Dem Mercedes. Und da verliert er wieder wertvolle Meter. Und da ist natürlich die Option, auf dem Grand Prix-Kurs zu attackieren, schon wieder fast dahin. Jetzt hier nicht richtig was gut macht in der Anbremszone. Nicht durch den Ziehharmonika-Effekt täuschen lassen. Wir werden erst jetzt sehen, was dabei rauskommt. Ah doch, er ist noch mal ein Stück rangekommen. Aber für einen Angriff wird das wohl nicht reichen. Mal der Mercedes jetzt wieder ein paar Meter wegziehen kann.
Daniel Scheuerle auch eine persönliche Bestzeit in diesem Umlauf, 8:19. Also da hat ihn der Marco Blech jetzt mal richtig angetrieben. So, und jetzt ist er wieder da. Nur jetzt, dummerweise, sind ja die Überholmöglichkeiten schon wieder dahin. Da muss er das Auto jetzt versuchen, da reinzuwerfen. Jetzt in. Das wäre eigentlich noch die letzte Option, die ihm jetzt da offen stünde. Und er versucht das zu unterbinden, der Daniel Scheuerle. Kommt dadurch jetzt natürlich auf eine ganz schlechte Linie. Und jetzt vielleicht die Gelegenheit zu kreuzen, um jetzt da rechts vorbeizufahren. Aber er entscheidet sich für die falsche Seite. Falsche Seite. Jetzt muss er mal innen da reingehen. Und jetzt wird das versuchen. Wieder Daniel Scheuerle mit dem Messer zwischen den Zähnen. Und er kriegt das durchgeworfen. Schafft es den Mercedes da so breit zu machen und nicht von der Strecke zu rutschen. Und das ist jetzt bitter für Marco Blech. Oh, jetzt wird es ein bisschen rabiat. So, jetzt versucht er sich durchzuboxen, Marco Blech. Oh, und jetzt schickt er ihn raus. So, jetzt ist das Ding durch. Ich glaube, das ist ihm jetzt ein bisschen zu sehr auf den Geist gegangen, was da in der Kurzanbindung abgelaufen ist. Das war schon ein härteres Manöver. Schauen wir uns das nochmal an. Also hier, ja, er hat es untersteuern in dieser Kurve. Deshalb hat er es nicht geschafft, das Auto da rechts vorbeizukriegen. Und dann dachte ich hier, er wäre vorbei, aber wie der das abfängt, der Daniel Scheuerle, das ist ja Wahnsinn. Dann ist es ihm, glaube ich, hier ein bisschen zu bunt geworden. Ein bisschen mit dem Mut der Verzweiflung. Dann, nee, Moment, Daniel Scheuerle hat da einen Fehler gemacht. Dadurch ist die Lücke aufgegangen, gut, und dann hat der Marco Blech die einfach groß genug geboxt, um da durchzukommen. Okay, sagen wir mal, so viel schneller wie er ist, ja, ist das schon okay, dass er da vorbeikommt. Aber das war natürlich ein Manöver mit Haken und Ösen, so viel ist auch mal klar. So, davor, Dominik Fingerhut und Daniele Bonaventura sind beide auf die Runde ungefähr 6 Sekunden langsamer als der dahinter fahrende Blech. Davor ist ein Abriss von mittlerweile 55 Sekunden zu der Dreiergruppe hier vorne, die zwar ein bisschen mehr Abstand hat, aber immer noch relativ dicht beisammen ist. René Beitz also 2,3 Sekunden im Moment vor Nils Senkowski und dann sind es nochmal 2 Sekunden genau bis hin zu Marco Sauper, der jetzt das Tempo auch wieder gehen kann. Er war nämlich in der letzten Runde der schnellste von den dreien. Jetzt kommt natürlich ins Spiel, dass der Reifenverschleiß des BMW Z4 geringer ist als der des Audi. Und deshalb holen die jetzt beide nochmal zum Ende des Stints auf. Wir kommen jetzt in Richtung Rennhälfte, das heißt die Boxenstopps werden jetzt anstehen. Und da ist der Dominator. So eine Scheuerle, 32 Sekunden der Vorsprung. Er ist auf die Runde ungefähr 5 Sekunden schneller als alle anderen. Das entspricht ungefähr dem Bild, das wir auch auf den anderen Strecken gesehen haben. Wir sehen, dass da wieder das Fahrzeug immer in so einem leichten Slide durch die Kurven bringt. Und das schafft er irgendwie so hinzubekommen, dass es dabei, dass der Reifenverschleiß dabei trotzdem nicht in die Höhe schnellt. Fährt quasi so ein bisschen wie mit einem Kart mit diesem Auto. War selber ein sehr guter Kartfahrer. Boah, manchmal übertreibt aber auch er es ein bisschen. Da wäre er fast im Kies gelandet. Also er attackiert nach wie vor. So lange wie hier fährt man die Reifen sonst natürlich überhaupt nicht. Aber auf der anderen Seite ist die Nordschleife auch keine Strecke, die die Reifen jetzt zu hart rannimmt. Da war die Reifenverschleißproblematik auf anderen Strecken diese Saison höher. Obwohl da die Stints nur 40 Minuten gingen.
So, Senkowski und Saupe. Immer noch 2 Sekunden hinter dem Audi von René Beitz. Also da ist im Moment dann doch wieder nichts davon zu sehen, dass sie rankommen. Ich habe es auf 1,8, aber das springt auch immer auf dem Zeitenmonitor ein bisschen hin und her. Ja doch, jetzt hat er nochmal deutliche Fortschritte gemacht. Aber da steht natürlich jetzt auch nochmal die Döttinger Höhe aus. So, Johannes Scheuerle fährt noch weiter. Kein Boxenstopp nach 7 Runden. Wir erwarten 15 Runden, also man kann den Stopp nach der 7. oder nach der 8. machen. Scheuerle will heute wohl keine Führungsrunde hergeben. Senkowski kommt rein. Aber mittlerweile 10 Sekunden Vorsprung auf Tobias Scheuerle. Der hat in dieser Runde verloren. Da hat sich also der Reifenverschleiß mal bemerkbar gemacht. So, mit Einfahrt in die Box 8-17-8 für Senkowski. Und für Tobias Scheuerle springt eine 8-21 diese Runde heraus. Also hat er deutlich verloren. So, Senkowski parkt. Das hier sehr schön. Oh, da ist der Tobias Scheuerle noch um ihn herum gefahren. Und jetzt sehen wir die Standzeit von Tobias Scheuerle, der also noch davor gefahren ist. So, und jetzt sehen wir mal, abgefertigt ist und jetzt wird nachgetankt. Deshalb wird das hier sehr, sehr lange dauern, bis das Fahrzeug abgelassen wird. Da vorne sehen wir Tobias Scheuerle, der jetzt auch zwar schon unten ist, aber bis es dann wieder losgeht, dauert es enorm lang. Marco Saupe geht jetzt auf die 2. Position, der ist durchgefahren. Und, sag mal, wie lange dauert das denn jetzt hier bei Jan Senkowski? Der steht schon seit 48 Sekunden. Und Tobias Scheuerle fährt wieder los und Jan Senkowski erst nach 53 Sekunden wieder losgelassen. Ja, was ist denn da los? Oh, großes Problem für Jan Senkowski. Und das wirft ihn jetzt wieder hinter Tobias Scheuerle zurück. Und sein Pech ist, jetzt ist die taktische Option dahin. Jetzt muss er den auf der Strecke überholen. Eieieiei, Jan Senkowski verliert alles beim Boxenstopp. Ich fürchte, der hat reparieren lassen. Da haben wir mal irgendwann einen minimalen Kontakt in der Startphase gehabt. Dann haben sie eben den Lack wieder neu gestrichen und das hat dann 53 Sekunden gekostet. Hier sehen wir, das ist mal so ein normaler Stopp am heutigen Tage, 40 bis 45 Sekunden. Das bei Senkowski hat zu lange gedauert. Auch Nils Senkowski, 49,5. So, die Elverblech Powertech Piloten teilen sich auf. Blech, ja, der war ja auch schon drin. Da ist natürlich die Strategie jetzt sowieso eine etwas andere. Da ist man off-sequence. Felix Krohn hat gerade einen dahinkriechenden Robert Wurm vor sich. Der hat sich den Splitter diese Runde abgefahren. Weil irgendwie ist Krohn da rangekommen. Ja, da fehlt was vorne. Also Robert Wurm hat hier auch den Ringgöttern einen Splitter geopfert. Und jetzt sehen wir das. Ein Vorteil ist das auf der Geraden nicht unbedingt. Aber na, der fährt zu viel Flügel scheinbar. Der Felix Krohn, der ja seinerseits auch schon sich einen Splitter ersetzen hat lassen müssen. Der hatte ja da Eingang Hoher 8 seinen Unfall. Er hält ihn tatsächlich hinter sich. Der Krohn wohl zu viel Flügel. Oder hat sich das Auto seinerseits auch schon so weit verbeult, dass da kein optimaler Topspeed mehr vorhanden ist. Jetzt kann er Gas geben, denn Wurm kommt an die Box. So, Daniel Scheuerle ist wieder unterwegs, war auch gerade an der Box. Für ihn ist das der 2. Stopp. Der hatte ja schon einen unplanmäßigen. Hatte ja das Startchaos da maßgeblich mit ausgelöst. 2 dicke Verbremser von Need Racing Mercedes, die wir da gesehen haben. Er war einer davon.
Roland Preston übrigens eine Runde jetzt gefahren, ohne an die Box zu kommen. Hier sehen wir ihn. Jan Senkowski hat jetzt nach dem Stopp etwa 2 Sekunden Rückstand auf den davor fahrenden Tobias Scheuerle. Dieser Stint wird eine Runde länger. Das heißt also, Senkowski wird am Ende diesen Reifenvorteil nochmal in vollen Zügen genießen dürfen. Der wird jetzt über eine Stunde lang, dieser Stint. So, Robert Worm kommt wieder raus vor Andreas Frommerz. Der ist noch im Bereich Tiergarten unterwegs. Ja, das ist auch der dichteste Abstand, dieser Abstand zwischen Jan Senkowski und Tobias Scheuerle im Moment. Also derzeit haben wir keinen, der jetzt hier irgendwie groß aus dem Rahmen fällt. Wir haben noch 18 Fahrzeuge im Rennen, allerdings hat jetzt noch nicht jeder seinen planmäßigen Boxenstopp absolviert. Und dann gibt es ja hier auch noch einige wenige, die eine 2-Stopp probieren. Das hat dem Lars Novak jetzt aber auch nicht so viel geholfen. Der steckt nämlich hinter Dominik Fingerhut mit einem Rückstand von 12 Sekunden. Also da musste wohl mehr gemacht werden. Ich glaube, so ganz freiwillig war dieser Stopp von Novak nicht. Aber er muss auf jeden Fall nochmal rein. Da Marco Blech, der Nils Senkowski ist für ihn immer noch fast 10 Sekunden weg. Und er wird höchstwahrscheinlich auch nochmal reinkommen müssen. Also ich glaube nicht, dass der auf dem breiten Satz das fertig fahren kann. Vom Sprit her sollte das gehen. Aber ich denke nicht, dass das Reifenmaterial da einen solchen Stint zulässt. Müsste ja dann 8 bis 9 Runden fahren. Da von Nils Senkowski 10 Sekunden hinter Winnie Weitz im Moment. Also auch hier haben die BMW-Piloten beim Boxenstopp mächtig an Boden verloren. Scheint also doch eher ein hoher Spritverbrauch zu sein. Bei wenig Topspeed. Jan Senkowski ist jetzt in dem Sektor, wo er sich ranfahren kann. Wir sehen, dass er den Abstand da wieder verkürzt hat auf jetzt eine Sekunde. Wenn er noch ein bisschen näher kommt, schafft er es vielleicht sogar ein bisschen Windschatten zu erwischen. Und dann wird der Effekt etwas kleiner auf der Döttinger Höhe, wo sich der Mercedes hier absetzen kann. Johannes Scheuerle kommt jetzt an die Box. Letzter Boxenstopp einer perfekten Saison. Geht ganz vorne. Dem Boxenplatz von Tobias Scheuerle. Die beiden teilen sich den ja. Jedes Team teilt sich die Boxenplätze. Und deshalb kommen sie auch in unterschiedlichen Runden hier rein. Marco Sauper auf der 2. Position. Wird jetzt ebenfalls gleich die Box aufsuchen. Und dann also hier Tobias Scheuerle und Jan Senkowski. So, und Johannes Scheuerle, da wird es jetzt gleich wieder losgehen. Ja, perfekt, 38,5, das also mal ein Stopp, wenn alles glatt geht.
Damit geht es also jetzt zu seinem letzten Stint der Saison auf dem Weg zum 10. Sieg im 10. Rennen. Nur die Technik muss jetzt halten. Hier kommt Marco Sauber. Jetzt natürlich eine Runde auf alten Reifen unterwegs war. Und das macht sich auch bemerkbar an einer 8,25er Zeit mit Boxeneingang. Wir hatten ja vorhin gesehen mit Boxeneingang teilweise 8,24 war das bei dem Schwächeren. War das da bei Tobias Scheuerle, glaube ich. Also Sauber 8,25. So, da kommt René Beitz. Den wird er nicht wieder kriegen. Hier Nils Jankowski, das wird dann interessant. Der hatte jetzt eine Runde auf frischen Reifen. Natürlich hat Sauber dann das beste Reifenmaterial jetzt im letzten Stint. Jetzt der Letzte, der die Null da wegbekommen wird. Wenn er jetzt losfährt, waren alle mindestens einmal an der Box. Und auf Marco Blech muss er auch ein bisschen Acht geben. So, 43,5. Also auch hier sehen wir, dass der BMW wiederum länger steht. Beitz ist durch. Und da geht auch Senkowski vorbei. Aber Sauper hält sich vor Blech. Damit ist dieser Cycle Boxenstopps jetzt durch. Allerdings werden natürlich noch einige jetzt ein weiteres Mal an die Box kommen, die so ein bisschen off-sequence sind. Lars Novak erwarten wir noch ein planmäßiges zweites Mal dann an der Box in etwa 10 Minuten. So, und hier ist der Abstand jetzt erstmal wieder bei 1,4 Sekunden gewesen. Jetzt wird er gerade wieder kleiner, weil wir in einem etwas kurvigeren Streckenabschnitt sind. Aber die Geraden, die hauen dann da doch immer wieder eine ziemliche Bresche rein. Aber da kann noch was passieren. Also das ist hier noch lange nicht durch zwischen Tobias Scheuerle und Jan Senkowski. Das wird wahrscheinlich bis zur Zielflagge gehen, außer einer von denen macht einen Fehler. Lars Novak und Felix Krohn, beide an der Box. Novak kommt etwas früher als gedacht. Und Felix Krohn, der war ja am Ende der ersten Runde oder zweiten Mal drin, als er sich dann den Splitter abgefahren hat. Das ist also jetzt durchaus sein planmäßiger Stopp. Jetzt natürlich dadurch ein bisschen nach hinten gewandert ist. So, normalen Umständen sollte er eigentlich vor Robert Wurm bleiben. So, Novak, ich fürchte, dass dieser Boxenstopp wieder nicht freiwillig ist. Ah, jetzt geht's doch los. 47 Sekunden. Felix Krohn 42, der ist okay. Und die werden beide vor Robert Wurm bleiben. So, durch diese eine Runde länger auf älteren Reifen ist auch der Abstand da vorne zwischen Johannes Scheuerle und Tobias deutlich kleiner geworden. Tobias Scheuerle ist nur mehr 29 Sekunden weg, das war ja vor dem Boxenstopp, aber mal deutlich mehr. Das waren ja damals 32 auf Senkowski und Tobias Scheuerle war ja nochmal 7-8 Sekunden dahinter.
Ja, die Hertz geht weiter. War gerade schon mal kurz unter einer Sekunde. Jetzt sind wir wieder bei 1,6 am Ende dieses Vollgasstücks. 1,7. Jetzt wird es wieder etwas kleiner werden. Also das zeigt schon, was für eklatante Unterschiede das zwischen diesen beiden Fahrzeugen sind. Ich erstaune aber auch, dass der Johannes Scheuer sich im Moment überhaupt nicht absetzt von Tobias. Nur dass es laut Lifetime immer noch etwa 30 Sekunden sind. Also, ist da etwa was nicht ganz knusper an diesem Fahrzeug? Was ist da los? Wir sehen, jetzt ist es sogar weniger geworden auf dem letzten Messpunkt. Also, was ist hier los? Outlap von Tobias Scheuerle übrigens war eine 9.10.4, von Jan Senkowski 9.23.8. Das ist mal der Unterschied zwischen den beiden. Dahinter René Beitz eine 9.18. Nils Senkowski 9.27. Marco Saupe 9.25. Also die BMW-Piloten, die leiden in der Tat unter ganz langen Boxenstopps. Das wird eher ein spritfressendes Auto. Jetzt ist sogar Jan Senkowski ganz dran. Also auf die nächste Gerade bekommt er ordentlich Windschatten. Und kann dann zumindest mal versuchen, den nicht so weit entwischen zu lassen. Vielleicht geht ja dann mal was auf dem Grand Prix-Kurs. Oder sonst irgendwie. Wobei Senkowskis großer Vorteil ja dann erst gegen Ende des Stints kommt, wenn der Reifenverschleiß wieder ins Spiel gerät. So, aber was haben wir jetzt hier? Noch immer ist der Live-Abstand nicht größer geworden. Noch immer stehen wir bei 30,5 Sekunden. Haben die dem die Reifen nicht gewechselt? Der Stand 38,5. Das war schon sehr, sehr kurz. Aber jetzt nicht so, dass man da irgendwie was Dramatisches bei erkennen würde. Gucken wir mal, ob es da irgendwie Probleme gibt bei Johannes Scheuerle. Würde er ja jetzt nochmal reinkommen. Nein, er fährt weiter. Schauen wir mal gleich, was da für eine Outlap kommt. 9.10, also war Tobias Scheuerle. Das war eine 9.09. Also, gut, zwar nur ungewöhnlich, dass nur eine Sekunde schneller war. Dann war Tobias Boxenstopp vielleicht etwas schneller. Also gut, kleines Rätsel im Moment. Aber wir werden mal schauen, was dann die nächsten Rundenzeiten so sagen. Bislang war jedenfalls Scheuerle immer 5 Sekunden auf die Runde schneller und jetzt stehen wir bei, ja gut, jetzt stehen wir bei 31,5. Aber die haben seit dem Boxenstopp nur 1,5 Sekunden aufgeholt. Das ist wirklich komisch. 8.099 von Scheuerle Tobias, 8.104 von Jan Senkowski. Das waren jeweils PBs. Johannes Scheuerle, denke ich mal, wird jetzt gleich nochmal sowas wie eine 8.04 oder eine 8.03 kommen. Aber auch nur dann, wenn wirklich da alles richtig ist an diesem Fahrzeug. Also wir werden das mal im Auge behalten. Momentan ist das noch nichts Dramatisches, was sich da um Johannes Scheuer da abspielt. Nur wenn sie ihm die Reifen nicht gewechselt haben sollten, müsste er nochmal rein. Aber dann hätte der das eigentlich jetzt erledigt. So, kommen jetzt weitere PBs. Hier haben wir einen kleinen Kampf. Da sehen wir Felix Krohn, der jagt Lars Novak. Die waren ja gerade gemeinsam an der Box und plötzlich kann Felix Krohn komplett mithalten mit dem Green Flashes Pilot. Und wenn er jetzt durch diesen kurvigen Sektor hier gut durchkommt, gibt es eine Chance auf der Geraden. Also passiert jetzt hier etwa was, wo wir gar nicht mitgerechnet haben.
Lars Novak muss richtig kämpfen. Hat hier schon einen langen Boxenstopp, aber natürlich wird das Fahrzeug nie wieder so wirklich in den Urzustand zurückversetzt. Das sind ja alles nur notdürftige Reparaturen, die damit simuliert werden. Und Novak hat in der Tat Riesenprobleme. Wir haben bereits Dominik Fingerhut auf der 8. Position. Das wäre ein sensationelles Resultat. Felix Krohn momentan nach einem zusätzlichen Boxenstopp auf der 12, Jagdplatz 11. Marco Blechs letzte Runde eine 8,26. Das ist sehr langsam. Aber der ist auch auf alten Reifen unterwegs. Aber jetzt schauen wir mal hier rein. Bahnt sich jetzt hier etwa noch was an? Also den besten Windschatten kriegt er jetzt nicht gerade. Daniele Bonaventura in diesem Moment vorbei an Dominik Fingerhut. Jetzt haben wir ihn gerade noch so gelobt. Was ist da los? Der hatte eigentlich einen beruhigenden Vorsprung. Der muss sich gedreht haben auf dem Grand Prix-Kurs. Jetzt ist also Bonaventura vorbei. Und hier wird es für Felix Krohn nicht reichen. Kriegt aber gleich eine Chance auf dem Grand Prix-Kurs. 282, also die Eagle Classics Piloten fahren wirklich verdammt viel Flügel. Ich finde, dass man bei Need Racing auch ganz wenig gesetzt hat. Jetzt also der Grand Prix Kurs. Da gibt es ein paar Gelegenheiten in der Mercedes Arena und er versucht es. Oh, das ist spät. Kriegt er das in die Kurve rein? Es sieht so aus. Ja, das geht sich aus. Tatsächlich, Felix Krohn macht den Platz gut. Und jetzt können wir gucken, was bei seinem Teamkollegen da vorgefallen ist. Ein Dreher. Oh, was ist denn da los? Der ist ja... Ach, der hat schon, ja, ausgangs der Conti-Spange das Auto von und hat ein Riesenglück, dass er da nicht eingeschlagen ist. Also hier kommt dieser Wobble, wie man das Ding nennt, und dann versucht er, dann pendelt sich das Auto auf und er kriegt es nicht wieder eingefangen. Und legt einen Dreher dorthin, wo normalerweise das ADAC-Ortsclubszelt beim 24-Stunden-Rennen steht. Liefert denen mal eine schöne Show. Damit ist der Platz also weg. Den Platz haben die Eagle Classics gewonnen. Felix Krohn ist jetzt Elfter. Weiter nach vorne wird es allerdings aus eigener Kraft nicht mehr gehen, denn der nächste davor ist dann Daniel Scheuerle. Und der ist ja erstmal auf dem Weg nach vorne und zweitens ist er 88 Sekunden weg. Ja, und dadurch, dass sich jetzt Fingerhut da gedreht hat, ist natürlich auch Scheuerle wesentlich dicht daran gekommen. Und im Auge behalten müssen wir den Mann hier, Marco Blech, weil der ist nur eine 8,26 gerade gefahren. Könnte sein, dass er sich einmal einen Ausritt hatte. Er ist auf alten Reifen unterwegs. Seine Bestzeit ist eine 8,17. Er müsste jetzt eigentlich irgendwann nochmal reinkommen. Er war ja unplanmäßig drin. Aber er hat wirklich Probleme. Er hat wirklich Probleme. Und jetzt hat er richtig Probleme. Eieiei. Dritter ist noch dran, aber ich glaube, sonst ist da nicht mehr so viel dran an dem Auto. Tobias Scheuerle ringt gerade Jan Senkowski wieder einiges ab. Da 1,8 Sekunden.
Also ich glaube, es wird höchste Zeit für Marco Blech, dass er seinen nächsten Boxenstopp absolviert. Den Durchfahren, das kann er, glaube ich, nicht. Ja, also Jan Senkowski geht jetzt mit 2,3 Sekunden Rückstand auf die Döttinger Höhe. Also Tobias Scheuerle ist jetzt erst einmal der schnellere Mann, auch in dem Sektor, der eigentlich eher dem BMW liegt. Dominik Fingerhut hätte gerne den Platz von Daniele Bonaventura zurück. Wenn er da ranfahren kann, hätte er eine Chance gleich. Also im Moment sind es 2 Sekunden zwischen den beiden. Die fahren aber auch auf einem recht ähnlichen Niveau. Sind beide auf dem Weg, hier ihr bestes Saison- und wahrscheinlich auch Karriereresultat einzufahren. Und Johannes Scheuerle hat überraschend die neue schnellste Runde verpasst. War 1,2 Sekunden langsamer mit einer 8063 in diesem Umlauf. Allerdings ist er jetzt doch wieder deutlich schneller als die Konkurrenz dahinter, wobei es ist nicht mehr so deutlich. Es war diese Runde nur 3,5 Sekunden. Tobias Scheuerle ist nämlich nochmal eine PB gefahren mit einer 809.863 und ist damit auch 1,5 Sekunden schneller gewesen als Jan Senkowski. Also das war eine sehr gute Runde von Tobias Scheuerle. Oh, Fingerhut. Da schaukelte es sich schon wieder auf. Also sicher ist das hier noch nicht. Eine normale... Oh, jetzt ist es ganz unsicher. Jetzt muss er bremsen. Ja, hat er geschafft. Also eine normale Distanz eines Rennens ist jetzt rum. Jetzt kommt die Nachspielzeit hier, die wir extra für dieses Rennen haben. Wie immer 2 Stunden auf der Nordschleife, damit hier auch jeder richtig auf seine Kosten kommt. Marco Saupe fällt gegenüber Nils Senkowski erstmal eher wieder zurück, aber Senkowski macht keinerlei Anstalten, noch irgendwie an René Beitz heranzufahren. Und der ist irgendwie so, ja, da wo wir ihn meistens in der Saison haben, irgendwie so da vorne drin, ohne dass einer großartig um ihn herum ist. Ganz konstant, unauffällig hat der seine Resultate eingefahren. Das macht sich bezahlt am Ende der Saison. So, Marco Blech ist jetzt an der Box. Jetzt also nochmal ein regulärer Stopp für den Elverblech Powertech-Piloten. Und das wird jetzt allen hier nochmal eine Position einbringen. Aber das wird jetzt nochmal ein Spannungsfaktor. Denn der Marco Blech wird jetzt hinter diese Dreiergruppe zurückfallen. So, und da geht's wieder los. Der braucht jetzt natürlich nicht mehr so viel Sprit. Und kommt wieder raus, 8 Sekunden hinter Daniel Scheuerle.
Im Übrigen, wer sich wundert, wie es in Le Mans läuft, ich habe hier immer so ein bisschen die App mitlaufen, da ist im Moment eine rote Flagge, also da verpassen wir gar nichts. Da können wir auch hier erstmal noch auf diesem Rennen draufbleiben. Also da verpasst man momentan nichts. Hat es ja heute schon einen furchterregenden Unfall gegeben, der aber recht glimpflich ausgegangen ist. Fliegen mal mit Jan Senkowski. Der so langsam den Anschluss da verlieren zu droht gegenüber Tobias Scheuerle. Also der fährt hier einen richtig starken zweiten Stint. Die Frage ist jetzt nur, halten die Reifen dann hinten heraus? Also das wird sich dann erst in den allerletzten Runden zeigen. Weil so weit weg ist der Jan Senkowski da noch nicht. Aber er muss, wie gesagt, auf der Strecke vorbeikommen. Und das wird der ganz große Knackpunkt werden. So, etwas weiter hinten ist Daniel Scheuerle nicht so sonderlich viel schneller als die Herren davor, Bonaventura und Fingerhut. Und dahinter dann jetzt Marco Blech. Während wir hier Johannes Scheuerle in die Eifel entschwinden sehen. Also jetzt gibt es nochmal eine Chance auf eine schnellste Runde. Zweite Runde nach dem Boxenstopp. Danach wird es vorbei sein. Aber er muss das jetzt natürlich nicht mehr. Vorsprung 37 Sekunden. Ja, er hat auch schon deutlich Rückstand. Also er fährt jetzt nicht mehr voll auf Angriff hier. Wir haben jetzt eine ganze Zeit lang keinen Ausfall mehr gesehen. Robert Wurm ist nochmal an der Box. Das ist schon erstaunlich, wie die 18, die jetzt hier so, sagen wir mal, bis Rennhälfte durchgehalten haben, die halten auch jetzt weiter hier richtig wacker durch. Aber noch sind wir nicht da. Wir sind jetzt erstmal bei der Dreiviertelmarke. Und Johannes Scheuerle fliegt hier durch die Eifel hindurch. Das gäbe es kein Morgen mehr. Dominik Fingerhut, Bereich Wehrseifen. Er hat immer noch das Ziel Daniele Bonaventura vor sich. So, und was passiert da bei Robert Wurm? Der kommt ja überhaupt nicht mehr los. Oh weia, über eine Minute Standzeit, jetzt wird er wahrscheinlich sogar noch zurückfahren. Ah ne, Tom Ritter kommt auch rein, da fehlt jetzt mittlerweile sogar noch mehr. Und der bringt da seinen Spielkameraden vom Merz gleich mit. Also damit behält Robert Wurm den 13. Platz. Aber 2 Minuten 16 Rückstand auf Lars Nowak. Und Jan Senkowski kämpft sich wieder heran, aber das war jetzt auch sein Streckenabschnitt 1,7. Da war er schon mal viel dichter dran in diesen Kurven. Tom Ritter, Andreas Frommerz, Andreas Gratz, diese ganze Gruppe ist jetzt nochmal drin. Auch die hatten ja alle unplanmäßige Stops. Bei Frommerz, der war schon ein zweites Mal drin. Der hat jetzt also gleich den dritten.
Ja, hier geht die Jagd weiter. Fingerhut nur noch so 2,2 dahinter. Also das ist richtig nervenaufreibend hier zwischen den beiden. Was wird der Fingerhut sich über seinen Fehler ärgern? Er kommt einfach dann nicht so richtig in letzter Konsequenz heran und der Daniele Bonaventura wird natürlich stets versuchen, diese Lücke aufrecht zu erhalten. Jetzt der Sektor, wo er den Mercedes ein bisschen wegfahren kann. Weil der SLS hier ein bisschen schwerfällig ist in diesen Kurven. Boah, und Fingerhut ist wirklich am Limit. Hillritter auch nochmal gerade drin. Aber mehr als genug Vorsprung auf Roland Preston. Übrigens nur noch 13 Fahrzeuge in einer Runde. Also Johannes Scheuerle hat schon den einen oder anderen hinter sich gelassen und überrundet. Der nächste, dem das drohen würde, wäre Robert Wurm, aber der ist noch ein ganzes Stück weit weg. Fingerhut hat sich gar nicht mal so richtig abhängen lassen. Ist immer noch bei 2,2, also kam da richtig gut durch diese Kurven durch. Boah, jetzt hat er das kleine Karussell verfehlt. Da gibt es erstmal wieder ein paar Zehntel drauf. Ja, und jetzt die Gerade runter, kann er ein bisschen was gut machen, aber gegenüber dem Porsche macht er nicht so viel gut. Daniel Scheuerle, überraschenderweise geht da gar nicht mehr so viel. Also er fährt nicht sonderlich viel schneller als Dominik Fingerhut. Das sind immer nur so ein paar Zehntel die Runde. Und dann Marco Blech, der hat sich jetzt bereits rangearbeitet von ursprünglich mal 8 Sekunden auf 3,7. Gibt jetzt noch mal ein paar Zehntel auf der Döttinger Höhe drauf, aber der kommt. So, und Fingerhut, der ist so langsam diese Gerade runter, dass Tedder sogar noch gegenüber dem Porsche was verliert. Also die sind wirklich auf High Downforce gegangen. Bonaventura, aber die fahren beide ein sehr gutes Rennen hier. Bonaventura und Fingerhut. Ja, man sieht hier, wie das belohnt wird. Durchfahren ohne Fehler. Und wer weiß, was da vorne noch passiert. Oh! Jetzt aber, was ist denn das? Fingerhut kommt nochmal rein. Damit habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht gerechnet. Und das ist natürlich schade. Also jetzt ist der ganze Vorteil dahin. Jetzt ist natürlich klar, dass Scheuerle und Blech durchgehen. Das habe ich jetzt nicht erwartet. Also da bin ich jetzt eigentlich fest davon ausgegangen, dass der auf einer Einstoppstrategie unterwegs ist. Und damit gehen ihm jetzt doch noch mal ein paar Positionen durch die Lappen. Die wird er auch aus eigener Kraft dann nicht mehr zurückholen können. Auch wenn das jetzt ein sehr, sehr kurzer Boxenstopp sein wird. So, jetzt, ja, es muss tatsächlich nochmal nachgetankt werden. Also er hatte nicht genug Sprit, um durchzufahren. Hat er denn an der Box? Das wird uns gar nicht angezeigt. Also da geht es dann wieder weiter. Der nächste ist noch 50 Sekunden weg. Das ist dann sein eigener Teamkollege Felix Krohn. Es ist immer noch ein Top-10-Platz. Und das wäre ja schon sowas wie ein Sieg. Etwas weiter vorne, Marco Saupe jagt weiterhin Nils Jankowski, kann aber immer noch keinen Profit aus seinen eine Runde jüngeren Reifen schlagen. Warum immer sind das um die 4,5 Sekunden zwischen den beiden, das hat sich seit dem Boxenstopp nicht mehr geändert. Das ist sogar ein bisschen aufgerissen seit dem Boxenstopp, da waren es glaube ich noch irgendwie so 3,5. Aber hier fliegt einer heran. Das Problem ist nur auch hier, Marco Blech muss auf der Strecke an Daniel Scheuerle vorbei. Jetzt mit den frischen Reifen geht natürlich wieder einiges. Frage ist, wie viel Topspeed hat er? Vor Daniel Scheuerle sind es 10 Sekunden zu Dabona. Allerdings wird ihm da wahrscheinlich dann die Zeit ausgehen. Wir sind jetzt in der 12. Runde. Gut, wir erwarten 15. Das heißt, das sind dann noch 3.
Ah ja, und hinten heraus wird der Unterschied dann doch schon ganz schön groß zwischen alten und neuen Reifen. Also, wir sind mal gespannt. Steuerle übrigens 8,09 in der letzten Runde. Der hat jetzt schon ein bisschen Tempo da vorne rausgenommen. Der hier kann kein Tempo rausnehmen, dieser Scheuerle. Tobias also 3,5 derzeit der Abstand auf Senkowski. Allerdings scheint er das momentan im Griff zu haben. Senkowski kommt nicht heran. Und so langsam müsste ja der Reifeneffekt mal einsetzen. Denn wir fahren jetzt schon 40 Minuten auf diesem Reifensatz. Die waren ja beide nach der 7. Runde drin. Also zu der früheren Gelegenheit. Das heißt, die haben den langen Stint jetzt vor sich. Und wir sind jetzt mittendrin. Und so langsam müsste das Pendel jetzt dann natürlich mal ausschlagen, wenn das für Senkowski sich noch ausgehen soll. Kämpft weiter. Versucht da Daniel Scheuerle einzuholen. Geht jetzt aber auch etwas zäher. 2,6. So, gerade mal eine halbe Sekunde seit dem Hatzenbach jetzt aufgeholt. Da hinten verpassen wir gerade nicht allzu viel. Wir gehen das trotzdem mal durch, wie es jenseits der Top 10 aussieht. Felix Krohn ist 11. Lars Nowak 12. Da waren wir vorhin noch drauf. Der nächste ist dann Robert Worm. Und der hat einen Rückstand von 146 Sekunden auf Lars Nowak. Dann kommen die Überrundeten. Andreas Frommherz auf der 14. Position. Hatte ja vorhin noch ein drittes Mal gestoppt. Was mich auch sehr überrascht hat. Tom Ritter ist auf der 15. Mit derzeit 10,9 Sekunden Rückstand auf Frommherz. Andreas Gratz ist immer weiter hinter ihm zurückgefallen. Also so richtig kommt er jetzt nicht mehr zurecht. Seit diesem Frontalcrash, den er da hatte. Irgendwie scheint dem das Auto nicht so richtig wieder hingestellt zu haben. Obwohl es eigentlich manierlicher aussah als das vom Ritter. Gil Ritter dann auf der 17. Position. Sein Rückstand 36,8 Sekunden auf Gratz. Und der letzte, der noch fährt, ist Roland Preston, der 6 Boxenstopps hatte. Gil Ritter übrigens auch 5. Allerdings hat er jetzt auch wirklich mal ein paar Runden am Stück hier absolviert, Roland Preston. Jetzt hat er also in das Rennen auch reingefunden. ...3,5 Sekunden zwischen Scheuerle und Senkowski. 2,2 Sekunden zwischen Scheuerle und Blech. Jetzt kommt er richtig ran. Das sind natürlich wieder die Kurven. Hier ist der schwerfällige Mercedes richtig im Nachteil. Marco Blech hat jetzt also gleich Schlagdistanz hergestellt. Und wenn ich mich recht entsinne, ja stimmt, das waren doch genau schon mal die beiden, die einen Kampf hatten. Also die sehen sich jetzt hier nicht zum ersten Mal. Es ist nur so, dass der Daniel Scheuerle durch den Boxenstopp wieder davor gerutscht ist, weil er hatte ja den Undercut. Weiß also, Marco Blech, es findet sich jetzt in derselben Situation wieder, nur dass seine Reifen jetzt nochmal einen ganzen Ticken besser sind als die von Daniel Scheuerle. Da spricht es auf dem Papier also nochmal mehr für ihn, aber er muss jetzt diesen ganzen Kraftakt nochmal wagen. So, Gratz nochmal an der Box.
Also in der Tat ist das Auto immer noch nicht so ganz wieder so, wie es sein soll. Damit geht Gil Ritter jetzt auf die 16. Position. So, und das Thema hatten wir schon mal. Diesmal setzt sich der Mercedes aber nicht so einfach ab, wie das in den letzten Runden der Fall war. Und jetzt hat er einen richtig guten Windschatten, der Marco Blech. Jetzt kann er also wirklich den Abstand halten. Da sehen wir, da tut sich jetzt erstmal gar nichts. Jetzt, je schneller man wird, umso größer wird natürlich der Luftwiderstand für den Mercedes. Also jetzt kann er wirklich mal mithalten. Nochmal 274 haben wir hier, 280 steht jetzt hier, jetzt geht er aus dem Windschatten raus. Oh, das ist aber kein guter Winkel, in dem der Scheuerle da durchfährt. Das bremst den Mercedes jetzt wieder so ein bisschen ab, aber der macht trotzdem 285. Aber trotzdem, Blech war beim letzten Mal wesentlich weiter weg und war dann beim Eingang Nordschleife vorn. Wenn auch mit etwas rabiaten Methoden. Schauen wir mal, wie es jetzt aussieht. Also er kann es gleich in die erste Kurve hinein versuchen. Schauen wir mal, da kommt der Angriff jetzt, aber es reicht nicht. Nein, kommt nicht durch. Aber jetzt die ganze Mercedes-Arena haben sie noch vor sich. Und da ist der Mercedes wieder sehr, sehr schwerfällig. Ironischerweise genau in der nach ihm benannten Arena. Aber diesmal kann Blech irgendwie gar nichts machen. Nee, keine Chance. Da ist Daniel Scheuerle sehr gut gefahren. Damit wird es in dieser Runde nichts werden. Und Blech will natürlich dann noch weiter nach vorne. Er will sich jetzt da nicht zu lange festhalten. Und wenn er jetzt hier nicht vorbeikommt und länger festhängt, dann wird es natürlich nichts werden. Dann kriegt er seinen Teamkollegen nicht mehr eingefangen. Zurückzuführen ist das alles auf seinen eigenen Fahrfehler. Ja, genau. An dieser Stelle hier gemacht hat. Wenn ihr beide unterwegs zu einem feinen vierten Platz, hat Nils Senkovski klar jetzt in die Schranken verwiesen. 8:18 in der letzten Runde für ihn, 8:21 für Senkovski. Nichts davon zu sehen, dass hier irgendwie die Reifen schlapp machen. Bei Jan Senkovski allerdings hat sich ein bisschen was getan. Der ist jetzt wieder rangekommen auf 3,5 Sekunden. Ja, sorry, auf 2,5. Ja, aber jetzt ist wieder ein Vollgasstück drin. Da wird er wieder aufreißen auf 3. Und da war auch noch eine Überrundung. Und der läuft ganz ungünstig auf. Jetzt muss er ein bisschen weiter fallen. Ach, oh Gott, Frommherz fährt dabei jetzt noch in die Mauer rein. Allerdings fürchte ich, dass da schon wieder mehr kaputt ist. Wobei, der kam doch gerade erst aus der Box. Ja doch, jetzt geht's wieder. Und Lars Novak nochmal an der Box. Das ist jetzt sein dritter Stopp. Und da fehlt mal wieder der Splitter. Also das ist jetzt auch nicht unbedingt das Abschlussrennen, das er sich erwünscht hat. Robert Worm, jetzt passiert es gleich. Johannes Scheuerle ist direkt hinter ihm. Novak wird auch mit diesem Stopp keinen Platz verlieren, weil Worm ja diesen riesigen Rückstand da hatte. Er hatte ja vorhin auch einen Boxenstopp von etwa einer Minute. Ja, und hier geht die Jagd weiter. Frommherz ist in der Tat nochmal an die Box gefahren. Hat aber genug Vorsprung auf Tom Ritter. Oder jetzt hat er ihn nicht mehr. Moment, Andreas Frommherz. Da, Andreas Frommherz ist raus. Ja, das ist immer ein bisschen schwer zu sehen, weil die Fahrzeuge, wenn die in der Box sind, dann leuchten sie blau auf meinem Zeitenmonitor auf, oder die Namen.
Allerdings das kurze DNF, das steht ein bisschen weiter rechts und das wird derzeit überlagert von meinem Monitor. Und oh, fast dreht sich Scheuerle da an derselben Stelle weg wie sein Bruder. Und jetzt gibt es eine Chance für Marco Blech, aber er bleibt hängen. Er bleibt hängen an der Heckschürze. Oh, das wird ihn wieder riesig aufregen. Ah, es war eine Chance, die kommt so schnell nicht nochmal. So, jetzt klären wir das erstmal auf. Ich glaube, da war schon richtig was im Argen und dann lief gar nichts mehr. Ja, der ist ja nur noch geradeaus in die Mauer reingefahren. Und dann hat er irgendwann motivationslos Escape gedrückt. Ja, da war der Reifen platt. Also, damit sind es nur mehr 17 Autos. Und jetzt zurück zu dem Duell hier. Natürlich dürfte deine Scheuerle jetzt auch noch ein bisschen geladen sein, nachdem was da, wie sich der Marco Blech beim letzten Mal durchgesetzt hat. Und Blech, oh, auf dem Gras! Oh ja, oh, mein Gott, da hat er jetzt aber alle Glücksengel auf seiner Seite gehabt. Lieber Himmel. Also da muss dem jetzt das Herz aber sonst wohin gerutscht sein. Also da mal ganz tief durchatmen. Das war gerade nicht ohne. Hier immer noch der Mann des Rennens, Daniele Bonaventura. Die kommen ein bisschen ran hier, Daniel Scheuerle und Marco Blech. 7,5 Sekunden jetzt noch. Blech muss jetzt aber langsam schnell vorbei, wenn er da Bonaventura noch kriegen will. Ja, da muss es langsam schnell gehen. Hier geht gar nichts mehr schnell. Senkowski kommt da einfach nicht mehr ran. 8.13.2 zu 8.13.5 in der letzten Runde. Also da ist nichts zwischen den beiden. Und das, obwohl die jetzt seit über 50 Minuten auf diesem Reifensatz fahren. Also wie bringt der das hin, dass die Reifen so lange leben, der Tobias Scheuerle? Nichts von dem Reifenvorteil des BMW im Moment zu sehen. So, ich dachte gerade schon, Roland Preston ist jetzt auch raus, aber der steht nur mal wieder an der Box. Gleiches gilt übrigens für Tom Ritter, der ist auch nochmal reingekommen. Wir sind in der vorletzten Runde. So, und Blech hat sich wieder rangerobbt. Jetzt geht's in die nächste Runde rein. Er hat immer noch den Reifenvorteil. Der wird natürlich gegen Ende des Rennens jetzt immer größer. Aber er muss jetzt diese Runde vorbei, wenn er noch an Bonaventura rankommen will. Obwohl es sind nur noch 5 Sekunden. Also selbst der Daniel Scheuerle hat noch eine Chance, Bonaventura einzuholen. Die sind beide auf etwas jüngeren Reifen unterwegs. Der Bonaventura war ja nur einmal planmäßig zur Rennhälfte etwa drin. Blech hält ganz gut den Anschluss. Jetzt also gleich nochmal Turn 1 die Möglichkeit. Der Porsche kann viel später bremsen. Jetzt hier schon ein bisschen was gut machen. Blockiert leicht. Es blockiert richtig bei Daniel Scheuerle, der jetzt hier einen kapitalen Fehler macht. Aber wieder kann Blech nicht profitieren, weil er leider der Sprung verpufft. Aber Daniel Scheuerle muss rein. Und auch Bonaventura muss noch mal rein. Ja, gibt's das denn? Und Blech kriegt alle Positionen. Was ist denn jetzt hier plötzlich los? Da haben sich aber einige heute mit dem Sprit verkalkuliert, weil das ist eigentlich nicht planmäßig, Bonaventura. Oh, so ein schönes Rennen und jetzt geht doch noch ein Platz erstmal dahin.
Jetzt kriegt Dominik Fingerhut plötzlich wieder die Chance, hier richtig Boden gut zu machen. Achtung! Gibt das jetzt nur ein Splash and Dash hier? Ja, also hier wurden nur mal ein paar Liter reingeschüttet. Oh, wird der sich ärgern, der Daniel Scheuerle. Und hier gibt es nochmal neue Reifen. Das dauert jetzt natürlich noch richtig lange. Jetzt geht's wieder los. Und, oh, wird er davor Fingerhut bleiben? Er kommt jetzt hier mit einem Überschuss an. Oh, Fingerhut, jetzt ist es jetzt ganz, ganz eng zwischen den beiden. Da haben sie sich jetzt, aber Bonaventura bleibt vorn. Und jetzt hat er die frischeren Reifen. Nur Daniel Scheuerle ist 12 Sekunden weg. Also das wird er auch mit frischen Reifen wahrscheinlich nicht mehr packen. Da müsste er jetzt die ganze Runde den Anschluss halten, dann könnte er es auf der Döttinger Höhe probieren. Aber wir sehen schon wieder, wie er wieder am Rumrutschen ist. Seine Reifen sind natürlich auch noch nicht allzu alt. Also der hat ja auch einen merkwürdigen zweiten Boxenstopp gehabt. Überhaupt haben wir jetzt noch die ersten 6 mit einem Boxenstopp. Alle anderen waren öfter drin. Nur mehr 6 Fahrzeuge, die noch auf der regulären Strategie unterwegs sind. Und Johannes Scheuerle... Ich glaube, der hat auch was mit dem Sprit hier momentan, weil dessen letzte Runde war nur eine 8.16. Was ist denn hier jetzt los? Jetzt müssen wir schon wieder gucken. Also Splitter ist dran. Und da hat sich wohl auch mal irgendwo gedreht. Also auch er ist da nicht unfehlbar. 40 Sekunden sein Vorsprung. Und Tobias Scheuerle hält ihn immer noch auf Distanz. 3,5 Sekunden. Das ist sensationell, was Tobias Scheuerle hier zeigt. Und dann Preston fährt wieder. 7 Boxenstopps mittlerweile. Ich hätte gerade nur stutzig, dass gerade sein Abstand immer größer wird auf den ausgeschiedenen Andreas Frommherz. Na gut, das wird sich auch noch irgendwann da wieder einsortieren. So, da kommt der Dom. Der versucht es nochmal. Ja, nimmt da richtig Schwung mit durch den Flugplatz. Das hat er herrlich getroffen. War nochmal richtig ran an Bonaventura. Es wird nicht für eine Attacke reichen, aber er hat jetzt das Heck gefunden. Das darf er jetzt nicht wieder los. Und oh, kommt er da mit dem Überschuss reingeflogen. Oh, Bonaventura. Ja, das geht aber nochmal gerade eben gut. Aber trotzdem, erinnern wir uns nochmal, also so viel Überschuss hatte der ja gar nicht. Oder beziehungsweise da war noch nicht mal ein Überschuss. Das war ja hier eher das Gegenteil, dass sogar der Porsche ein bisschen schneller ging. Aber der Windschatten sollte es eigentlich in der Distanz möglich machen. So, jetzt ist natürlich erstmal nichts mit angreifen. Wieder diese ganz kritische Stelle, wahrscheinlich die kritischste auf der ganzen Nordschleife in dieser Version, die hier befahren wird. Da schmeißt man das Auto am ehesten weg. Es geht jetzt in die letzte Runde der Saison. Johannes Scheuerle einmal noch rum, dann stellt er hier einen Rekord für die Ewigkeit bei Virtual Racing e.V. auf. Einmal noch 24 Kilometer. Johannes Scheuerle also auf dem Weg hier zur VR-Unsterblichkeit. Ach, 13.1. Also wieder etwas schneller gefahren. Fingerhut jetzt 1,5 Sekunden zurück. Also jetzt ja, macht sich da doch der Reifenunterschied bemerkbar. Aber also ich bleib dabei, strategisch war das jetzt Unsinn, dass der Bonaventura da nochmal neue Reifen genommen hat. Für die 2 Runden. Weil damit hat er natürlich seine Position an Daniel Scheuerle abgegeben. Da
Tobias Scheuerle, es wird wohl reichen, wenn jetzt die Reifen nicht komplett einbrechen in der letzten Runde. Aber davon ist momentan nichts zu sehen. 8:14 fahren die beide mittlerweile. Aber gleich die besten Rundenzeiten 8:09 und 8:10. Also auch hier nichts davon zu sehen, dass irgendwie der BMW jetzt reifenschonender wäre. Denkowski war diese Runde eine halbe Sekunde schneller, das war es dann aber auch. Etwas weiter hinten haben wir jetzt noch eine kleine Familienangelegenheit. Gil und Tom Ritter, sie haben plötzlich zueinander gefunden. Hier sehen wir sie. Aber die bereiten jetzt wahrscheinlich schon ein Fotofinish vor, aber nichts da, ihr müsst da nochmal rum. Selbst wenn die Zeit dann abgelaufen sein sollte, wobei die schaffen sogar noch vor Ablauf der Zeit. Da geht nichts mehr nach vorne. Das ist der Abstand 2 Minuten auf Robert Worm und hinter ihnen ist es 1:10 auf Andreas Gratz. Im Übrigen kann ich vermelden, dass in Le Mans schon wieder rot ist. Also da wird heute mehr gestanden als gefahren. Können wir also hier das Finale ohne Probleme noch mitnehmen. Diese letzte Runde gehört ihm. Johannes Scheuerle. Der Mann, der die ganze Saison hier dominiert hat, er war recht wenig im Livestream zu sehen, weil er immer wieder vorne weggefahren ist und dann nicht mehr gesehen ward. Und da ist man natürlich immer auf der Action drauf. Deshalb gönnen wir ihm jetzt hier diese letzte Dreiviertelrunde auf der Nordschleife. Da hinter dieser Kurve dann so einen ganz leichten Slide. Das beherrscht nur er. Dann auf Zug durch. Das ist schon eine ganz hohe Kunst, was allerdings in der Realität nicht reproduzierbar ist. Deshalb ist das auch von einigen Seiten bereits kritisiert worden, dass die Fahrphysik so etwas zulässt. Man wird natürlich dafür die nächste Saison auch ein paar Tweaks machen. Das Cutting-System wird überarbeitet, also da ist einiges in der Arbeit. Aber 10 von 10 Rennen zu gewinnen, das ist schon eine ganz besondere Leistung. Und die Verbindung muss jetzt noch halten. Jetzt ist er ganz unten. Bereich Breitscheid. Vielleicht bei Bergwerk ist die Hälfte der Runde geschafft. Aber er hat jetzt schon mehr als die Hälfte, weil wir haben ja noch den Grand Prix-Kurs dabei. Der steuert es immer noch absolut sicher durch. Tatsächlich Jan Senkowski jetzt nochmal auf 1,5 rangekommen. Nur wo will er jetzt noch überholen? Er hätte auf dem Grand Prix-Kurs vorbeikommen müssen. Geradeaus, also der Reifenverschleiß ziemlich egal. Auf der Nordschleife ist ein Überholen nicht möglich. Also auch unter eine Sekunde ran. Nur überholen, das wird hier nicht mehr gehen. So, Mutkurve jetzt für Scheuerle, wieder dieser leichte Slide. Kurve, die in der Realität ein kleines bisschen weitläufiger ist, da kann man schneller durchfahren als auf der Version. Ja, aber er schafft es. Karussell. Und sehe ich das gerade richtig, dass Fingerhut nochmal an die Box gekommen ist? Ja, Fingerhut ist nochmal drin. Ach, das gibt's doch nicht. Hat der jetzt noch einen Crash gebaut oder was ist los? Hier kommt Felix Krohn oder wartet er einfach nur auf ein Fotofinish mit seinem Teamkollegen? Nein, was ist denn hier passiert? Jetzt wirft er seinen Top 10 Platz weg. Ich glaub's ja nicht. Ich fasse es nicht. Was hat der denn gemacht? Ja, da hat er noch einen riesen Crash gebaut in der letzten Runde, in der vorletzten Runde. Och
bist du denn des Wahnsinns? Hier war er aber, glaube ich, schon langsam, oder? Schauen wir mal auf den Speed. Ja, der fährt hier schon nur 2,20. Der hat in der letzten Runde das Auto weggeworfen. Oh, das kostet ihn jetzt richtig. Ach, du lieber Himmel. Nein, 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 nein. Oh, Mann, was hat der denn gemacht? Der schmeißt das ganze tolle Resultat, die Klospülung, runter. Oh, Felix Krone erbt jetzt den Platz in den Top 10. Felix Krone holt hier ein Top 10 Resultat und das, obwohl er zwischenzeitlich ohne Splitter unterwegs war. Daniel Scheuerle fährt mit 8 Boxen, mit 3 Boxenstopps auf die 8. Position. Und jetzt ist Jan Senkowski dran, aber es ist viel zu spät. Da kann er nichts mehr machen. Außer er treibt ihn noch in einen Fehler. Hier könnte er jetzt natürlich viel schneller, nur wo will er da überholen? Die Attacke kam ein bisschen zu spät. Der Mercedes geht jetzt wirklich auf dem Zahnfleisch, wir sehen das. Aber da hat Scheuerle wahrscheinlich genug getan in den Runden zuvor. Also er muss jetzt die Nerven behalten, das ist klar. Er darf jetzt keinen Fehler machen. Wenn er keinen Fehler macht, kommt Senkowski eigentlich nicht vorbei. Denn auf der Geraden marschiert der Benz dann ja wieder. Das sieht so aus. Kriegen wir hier doch nochmal Action und Scheuerle wird uns seine Sendezeit beraubt. Wir werden allerdings pünktlich zur Zieldurchfahrt da drauf gehen. Ist jetzt auf der Döttinger Höhe. Also rettet sich Tobias Scheuerle bis auf die Gerade. Dann sollte es eigentlich durch sein. Das sieht so aus. Jetzt keinen Fehler machen. Den geilen Kopf. Oh, der macht den fast. Aber Senkowski bleibt nichts anderes übrig, als zu bremsen. Also, da wird es noch rund gehen. Aber hier gratulieren wir Johannes Scheuerle zum 10. Sieg im 10. Rennen und ein VR-Rekord, den wir so schnell wahrscheinlich nicht nochmal sehen werden. Gratulation zu einer wahnsinnigen Saison. Ja, und da darf er jetzt ein paar Donuts drehen, aber wir müssen schauen, wie das hier ausgeht. Normalerweise sollte es Tobias Scheuerle durchbringen. Lars Novak ist als 12. durch. Und jetzt noch einmal den Bremspunkt hinbekommen. Und Tobias Scheuerle zirkelt sich durch und fährt zum 2. Platz. Das war der Boxenstopp, der die Entscheidung hier gebracht hat. Und ein vorzüglicher 2. Stint von Tobias Scheuerle. Für Senkowski geht das Rennen eine Runde zu kurz. Aber wie der Scheuerle die Reifen am Leben gehalten hat, Gratulation dazu. Und hier feiert der Meister. So, da hat er nochmal eine Asphaltfläche gefunden. Also ein bisschen Gummi ist da immer noch drauf. Das sei ihm jetzt wirklich mal gegönnt nach der Saison. Ja, wie lange werden wir warten müssen, bis wir so etwas wiedersehen? Dass einer alle Rennen einer Saison in der VR gewinnt. Benny Beitz, der hat sowas auch noch nicht gesehen. Und das, obwohl er in der VR ja seit Urzeiten schon dabei ist. Letzte Fahrzeug, das die Zielflagge gesehen wird, wird übrigens Dominik Fingerhut sein. Der ist im Moment im Streckenabschnitt Kallnath. Oh, Robert Worm, jetzt werft das Auto nicht noch weg. Hier kommt René Beitz. Hat sich da schön innerhalb der ersten Runden gegen die BMWs durchgesetzt und hat sie dann auch das ganze Rennen über auf Distanz halten können. Wieder eine tolle Leistung. Leider wird sie nicht mit einem Podiumsplatz belohnt, aber ein schöner 4. Platz für René Beitz, der hier eine tolle Saison beendet als bester Audi-Fahrer. Und hier wird es jetzt nochmal ein Fotofinish geben. Nils Senkowski wartet auf seinen Teamkollegen Marco Saupe.
beiden Fahrer vom Team Bathtube Riding Maniacs. Und hier nochmal ein schönes Teamresultat im letzten Rennen mit den Plätzen 5 und 6. Damit geht auch für die beiden diese Saison vorbei. Hier ist Jankowski holt mit Platz 5 sein wahrscheinlich bestes Resultat der Saison, während da jetzt sogar noch in der Box Donuts gedreht werden. Marco Saupe hat schon auf dem Podium gestanden, heute hat dann Nils Jankowski mal den Vortritt gelassen. Daniel Scheuerle, gut, er wird sich sicherlich noch für diese Turn 1 Geschichte verantworten müssen. Da kann es sein, dass es noch Strafen gibt im Nachhinein. Allerdings hat er so viel Vorsprung nach hinten, dass er da sogar mit leer ausgehen könnte. Außer die Strafen werden in Punkten verteilt. Das würde ihn dann natürlich hier härter treffen. Er hat 100 Sekunden Vorsprung auf Marco Blech. Was hat der eigentlich noch gemacht? Ja, Marco Blech, was ist denn da noch passiert? Der war ja mal genau dran. Aber nee, Moment, der hat 14 Sekunden Vorteil. Stopp mal, 100 Sekunden, das konnte ja auch nicht sein. Also Daniel Scheuerle, der hat 14 Sekunden Vorsprung auf Marco Blech. Aber wie ist das denn zustande gekommen? Blech hat das Auto nochmal richtig in die Wand gestopft. Ja, schauen wir mal, ob wir da zu diesem Punkt noch hinkommen. Er verliert jetzt über die Runde natürlich sehr viel. Da kann er jetzt auf seinen Teamkollegen Daniele Bonaventura warten, der hier mit diesem Resultat riesig zufrieden sein wird. Aber was hat denn Blech da noch veranstaltet? Also, Blechschaden bei Blech. Und das war wohl wieder seine Lieblingsstelle, wenn ich das richtig sehe. Oh, der war vorbei. Blech war schon vorbei. Ja, stimmt, der war ja vorbei. Und dann hat er ihn weggeworfen. Aber der hat den ganz am Anfang der Runde schon zerstört, den Wagen. Moment, haben wir das gesehen? Nee, hatten wir nicht. Da ist es! Marco Blech, hier fährt er einfach ins Gras. Da fährt er einfach ins Gras und im Moment, der kommt hier schon langsam. Nee, da ist noch alles okay. Da hatten wir ihn gerade so gelobt für den Podiumsplatz. Und dann fährt der hier einfach in die Mauer rein. Ja, aber da war doch vorher schon was. Da ist ja die gesamte rechte Seite weg. Ja. Eingang Nordschleife. Ach! Nein, das darf doch nicht wahr sein. Da ist er hier viel zu spät mit dem Einlenkpunkt und fährt hier geradeaus rein. Ach, Marco Blech. Aber das darf ja nicht wahr sein. Ach ja, da wirft er den siebten Platz doch noch weg. Er wird Achter. Daniele Bonaventura, wir gratulieren zur neunten Position. Tolles Ergebnis für ihn und auch ein super Resultat für Felix Krohn, der für die Eagle Classics ein Top-10-Resultat holt. Es hätte natürlich einiges mehr drin sein können, das muss man wirklich sagen. Dominik Fingerhut wird der Letzte sein, der diese Saison die Zielflagge sieht. Den nehmen wir jetzt noch mit. Oh, aber was für ein Drama da bei Marco Blech. Da passen momentan in Le Mans aber scheinbar nichts, weil da immer noch rot ist. Dann nehmen wir ihn also auch noch mit. Na komm, wir fahren schon ins Ziel. Also ist jetzt auch nicht mehr schnell, was der da macht. Ich fürchte fast, dass der keinen Sprit mehr hat. Dann hat er sich auch noch mal verkalkuliert. Aber wie dem auch sei, Dominik Fingerhut also von den Eagle Classics. Das Top-10-Resultat bleibt ihm verwehrt. Schade, er ist so toll gefahren. Ich sag mal, die ersten 80 Minuten war wirklich vorzüglich. Und dann ein unplanmäßiger Boxenstopp, weil er sich vermutlich mit dem Sprit verkalkuliert hat. Und dann plötzlich... Ja, jetzt kommt er an der Box, beendet das Rennen also direkt an der Box. Ja, und dann also plötzlich noch dieser Abflug.
So, damit haben wir sie also alle daheim. Das war's von dieser Saison. Dominik Fingerhut sieht die Zielflagge. Wir machen einmal kurz Werbung und kommen dann gleich zurück mit den Siegerinterviews. So, und damit kommen wir zur letzten Pressekonferenz der Saison. Und er hat es geschafft. Johannes Scheuerle, herzlichen Glückwunsch zu einem VR-Rekord für die Ewigkeit. Alle 10 Rennen dieser Saison gewonnen. Mein Gott, unglaublich. Ja, vielen Dank. Ja, da fehlen einem jetzt fast die Worte zu diesem Rekord. Ich weiß nicht, wie lange das dauern wird, bis so etwas bei Virtual Racing e.V. irgendwann nochmal jemand schafft. Problemloses Rennen für dich, so hat es ausgesehen. Gratulation dazu und ja, wie ist es für dich gewesen? Ja, also insgesamt ein relativ ruhiger Saisonabschluss für mich, muss man sagen. Ich habe eigentlich von Anfang an in der Quali einfach meine Runden abgespult. Wusste eigentlich, dass da zeitlich ja, alles in Ordnung gehen müsste und im Rennen dann eigentlich auch unspektakulär. Das Ding nach Hause gefahren, ja. Bin natürlich mega zufrieden mit der Saison. Ich hätte selber nicht gedacht, dass ich jetzt wirklich alle Rennen gewinne. Und ist doch jetzt ein echt geiles Gefühl. Und kann man, denke ich, schon ganz stolz drauf sein. Ja. Also ich bin jetzt erstmal happy. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ja, kurz zu deinem Rennen, war ja wieder eine scheinbar problemlose Angelegenheit für dich. Vorne weggefahren, alles so unter Kontrolle gehabt oder ist diese Strecke doch so furchteinflößend, dass du dich ja ständig aufs Rennen konzentrieren musstest? Ja, also ich bin relativ konzentriert gestartet ins Rennen, aber nach einer Weile, muss ich sagen, habe ich dann auch ab und zu mal abgeschalten, was dann in ein bisschen schlechteren Rundenzeiten resultiert hat. Kleinen Leitplankenkontakt hatte ich auch mal. Ja. Da hat dann doch ein bisschen der Druck von hinten gefehlt. Und ich habe eigentlich dann mehr den Zweikampf zwischen Jan und Tobi da verfolgt und den Abstand da dazwischen. Ich glaube, das müsste ja ganz spannend gewesen sein, auch im Stream.
Ja, also eine super Saison für dich. Wir hatten das ja beim letzten Mal schon gehabt, so besondere Ereignisse und so. Für was wird diese Saison für dich stehen? Ja, auf jeden Fall erstmal eine insgesamt sehr gut organisierte Liga, muss man hier an der Stelle einfach mal sagen. Für mich auf jeden Fall eine unvergessliche Saison mit 10 Rennsiegen. Und ja, auf jeden Fall auch spektakulären Rennen, wie zum Beispiel in Mosport, wo Sascha Glatter am Start war und eben da richtig mich unter Druck gesetzt hat, oder in Donington, wo der Freddy Eugster dabei war. Aber letztlich habe ich alles abwehren können, was da in der Saison angetreten ist, und da bin ich schon stolz drauf, ja. Ja, vielleicht noch ein letztes Wort zu dir, zu dieser Cutting-Thematik. Du bist ja eigentlich davon verschont geblieben diese Saison. Da gab es ja einiges an Kritik. Für die nächste Saison soll da was geändert werden. Was sagt der Meister? Ja, also ich bin da sehr dagegen, gegen die ganze Cutting-Regelung, muss ich sagen. Ich habe mich da jetzt drauf eingestellt und angepasst, aber mir nimmt das Ganze so ziemlich den Reiz, muss ich sagen. Wir haben es intern im Team auch schon mal besprochen. Also ich würde schwer dafür mich einsetzen, dass das nicht so weiter geregelt wird und einfach wieder freier gestaltet wird. Und man da nicht so einen Maulkorb vorgesetzt bekommt. Also ich finde, das nimmt dem Ganzen den Reiz und den Spaß, und das sollten sie auf jeden Fall nochmal sich überlegen, die Admins, wie sie das weiter regeln. Okay, das ist also mal eine deutliche Ansage, auch vom Champion. Ich denke mal, da wird einiges in der Pipeline sein für die kommende Saison. Also, Johannes Scheuerle, danke für dein Interview und komm gut durch die Sommerpause. Dankeschön. Ja, dann zu Tobias Scheuerle. Was für ein Arbeitstag heute hier für dich. Das kann man ja fast nicht anders nennen. Die ganze Zeit so richtig unter Druck gestanden, aber dem standgehalten. Gratulation erstmal zu diesem zweiten Stint. Wie hast du denn diese Reifen 8 Runden haltbar gemacht? Ja, danke erstmal. Ehrlich gesagt weiß ich das auch nicht so richtig. Also ich habe dann beim zweiten Turn natürlich von Anfang an versucht, die Reifen zu schonen. Aber irgendwie war ich gleichzeitig auch viel schneller. Ich weiß aber nicht wieso. Also ich bin während dem Reifenschonen fast meine Bestzeit gefahren. Ich habe dann bei der nächsten Runde versucht, noch mal ein bisschen schneller zu fahren. Die war aber dann dadurch nicht ganz so sauber und war dann nur ein Zehntel schneller. Irgendwie habe ich das dann hingekriegt, echt gut. Und zwischendrin habe ich das dann auch gemerkt, dass es das eigentlich richtig gut ist. Da bin ich teilweise mal noch ein bisschen schneller gefahren. Aber ehrlich gesagt war ich am Ende doch noch mal überrascht, dass der Jan das noch besser hingekriegt hat. Ich weiß nicht, ob das, also es liegt auf, denke ich mal, auch am BMW. Aber ja, da war ich auf jeden Fall noch mal sehr überrascht. Ich hatte echt am Ende noch genug Reifen zur Verfügung. Aber irgendwie konnte ich den Speed vom Jan dann doch lang nicht mehr gehen. Ich habe es dann letztendlich trotzdem geschafft, ihn hinter mir zu halten, aber war dann noch mal sehr knapp. Ja, die letzte Runde wirklich, aber die Runden davor hast du ihn ja immer auf Distanz gehalten. Hat dich das selber gewundert, dass er nicht näher kam? Ich habe da schon gemerkt, also gewundert hat es mich eigentlich nicht, weil ich eigentlich wusste, dass er den gleichen Plan hat wie ich und seine Reifen zu schonen und dann am Ende nochmal angreifen. Das habe ich auch versucht, habe es aber eben anscheinend nicht ganz so gut hingekriegt. Aber ja. Was hast du oder was habt ihr beiden da mitgekriegt von dem ersten Kurvendrama? Da haben sich ja zwei aus eurem Team gleich richtig verbremst. So gut wie gar nichts. Also eigentlich wirklich nichts. Okay, dann wird das wohl über das Forum geklärt werden. Also, Tobias Scheuerle, danke auch für dein Interview und da komm gut durch die Sommerpause und bis zur nächsten Saison. Jo, Dankeschön. Ja, dann also noch Jan Senkowski, der heute Drittplatzierte. Gratulation zum Podium. Erstmal die Frage, bist du zufrieden mit dem Podiumsplatz, Platz 3, oder ist es ärgerlich, dass der zweite so knapp dahin war? Ja, danke erstmal. Ich würde sagen, dass es doch schon mehr ärgerlich ist, dass ich den zweiten nicht bekommen habe. Wie im letzten Jahr wieder durch einen eigenen Fehler das Ganze verhagelt. Ich wollte dann jetzt im ganzen Rennen auch nicht zu viel Risiko gehen, damit ich das Auto dann nicht wie im letzten Jahr irgendwo in die Leitplanke schmeiße. Das wollte ich auf jeden Fall nicht tun. Und damit auch für das Team noch die Punkte holen, weil
Nils, also Nils, mein Bruder, und Marco Saupe, die sind ja auf 5 und 6 ins Ziel gekommen. Da wollt ihr dann auf jeden Fall durchkommen, natürlich so gut wie möglich. Da muss ich auch nochmal Danke an Roland sagen, der hat ein völlig zerstörtes Auto fast 2 Stunden lang über die Nordschleife gefahren, nur um ein paar Teampunkte noch zu bekommen, damit wir da einen zweiten Platz machen können. Ich habe da noch jetzt ausgerechnet. Aber wenn das dann jetzt am zweiten bzw. am dritten Platz liegt, dass wir in der Teamwertung nicht den zweiten haben, dann ist es natürlich sehr, sehr ärgerlich. Ja, was war denn der Grund dafür, dass du 53 Sekunden an der Box gestanden hast? Ich hatte am Start eine kleine Probleme mit Tobias, die habe ich kaum gespürt. Das war beim Einlenken, bin ich dann doch etwas weiter gerutscht, als ich wollte. Dann war vorne links ein kleiner Schaden, den ich aber überhaupt nicht gespürt habe. Und da habe ich mich dann beim Stopp auch nur auf den Sprit konzentriert, mal nachgerechnet, wie viel ich brauche, und habe überhaupt nicht mal an den Schaden gedacht. Und somit wurde der dann repariert, sonst wären das nochmal 18 Sekunden weniger beim Stopp gewesen. Ja, da haben wir also dann die Auflösung und es war ja eigentlich klar, dass du die letzte Runde nicht mehr vorbeikommen würdest. Was waren denn die Runden davor? Hat dich das auch gewundert, dass du da nicht rangekommen bist? Die Runden davor, bis auf die vorletzte dann auch noch, habe ich eher darauf geachtet, den Abstand konstant zu halten, das Auto nicht in die Wand zu schmeißen, die Reifen zu schonen, um am Ende angreifen zu können. In der vorletzten Runde habe ich das dann immer noch nicht gemacht, weil ich halt immer noch nicht das Risiko eingehen wollte, wegen dem Teamergebnis. Und in der letzten Runde bin ich dann eigentlich genauso gefahren wie die Runde davor. Aber da ich halt die ganze Zeit Reifen geschont hatte, Sprit gespart, damit ich beim Stopp weniger tanken muss, habe ich das Ganze dann, ja, sozusagen dann noch verhauen, weil ich wusste, wenn ich bis vor dem Karussell nicht vorbei bin, dann wird das auch nichts. Ja, also ein dramatisches Saisonende dann für dich, aber letztlich die Vizemeisterschaft geholt hier in der Fahrerwertung. Was bleibt für dich in dieser Saison so hängen? Ja, als erstes in den Rennen, eigentlich die meisten Rennen voll von Kämpfen. Das hat immer sehr viel Spaß gemacht, auch wenn es mit dem ZT natürlich manchmal auf den Geraden einfach nur deprimierend war, aber dafür umso schöner, wenn man sich andere Wege suchen musste, um zu überholen. Dann auch noch Sascha Glatter als Teamkollegen. Es hat Spaß gemacht, mit ihm auch zusammenzuarbeiten, auch wenn er es natürlich nicht so oft fahren konnte, auch durch seine Fehler am Spiel, die jetzt behoben wurden, aber er auch nicht mehr fahren konnte. Aber das ist so das, was hängen bleibt in dieser Saison. Ja, also, das war ja nochmal schön beschrieben. Also, danke auch an Jan Senkowski für das Interview und für die Saison. Dann also, komm gut durch die Sommerpause und bis zum nächsten Saisonauftakt. Und danke, bis dann. Ja, und damit haben wir also die Übertragung für heute beendet. Das war der letzte Lauf dieser Saison der GT Challenge von Virtual Racing e.V. auf der Nürburgring Nordschleife. Das fahrerische Highlight also hat auch heute wieder zugeschlagen mit einer ganzen Reihe Ausfällen, die wir schnell hatten, aber da hat sich ein harter Kern gebildet, der das hier durchgehalten hat. Für die nächste Saison wird es viele Regeländerungen geben. Und da sind wir dann mal gespannt, was da die ganze Mannschaft rund um Florian Waschkowski bereitstellen wird. Also, das war's für heute von der Saison von Virtual Racing e.V. Heiko Stritz gesagt, danke fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal.